I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zum offenen Gospel Tribe BMS Unterricht heute Morgen. Wir befinden uns im zweiten Tag zum Thema Christentum und Homosexualität. Wir freuen uns riesig, dass David Bennett unter uns sein kann, der aus Oxford eingeflogen ist, um diese zwei Tage uns zu unterrichten, um uns aus seinem eigenen Leben zu erzählen, seine eigene Geschichte zu erzählen. Wir möchten auch ganz herzlich wieder alle begrüßen, die über den Livestream zugeschaltet sind oder irgendwie im Nachhinein auf YouTube sich dieses Video anschauen. Die Themen für heute Morgen sind super spannend. Es wird um die LGBTQ-Community gehen. Einmal, was sie umtreibt, was diese Community ist, wie sie zustande gekommen ist, was sie
bewegt im Kern ihres Anliegens und dann heute Morgen in der zweiten Session, wie wir als Christen auf diese Community zugehen können, wie wir ihr begegnen können, was David aus seiner eigenen Erfahrung heraus wichtig ist. Das ist das, worum es heute Morgen gehen wird in diesen ersten zwei Sessions. Und dann in der dritten Session wollen wir einfach nochmal Fragen aufgreifen, die vielleicht gestern Morgen oder gestern Abend noch nicht richtig beantwortet worden sind. Eine Sache, die mich total gefreut hat gestern Abend, war, dass es tatsächlich Menschen aus Paraguay selbst gab, die sich zugeschaltet haben und die noch nicht mal Deutsch konnten, sondern dann festgehalten haben, das ist doch eine gute Sache mit Corona. Ich glaube, ohne dass es diese Welle gegeben hätte, wäre ich niemals in der Lage gewesen, ein Seminar zu diesem Thema aus Paraguay zu sehen, weil wir wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen wären, einen Livestream so groß aufzuziehen, wenn wir hier den Raum hätten mit Leuten füllen können. Und das finde ich eine großartige Sache, wofür es sich auf jeden Fall lohnt. Und natürlich, dass ihr heute Morgen wieder da seid und wir unsere Bibelschule auf diese Art und Weise erweitern können über den Livestream, ist für uns auch eine ganz großartige Sache. Ich möchte gerne einfach noch kurz beten zum Start diesem Tag und dann einfach den David zusammen mit dem Philipp, der ihn heute Morgen übersetzen wird, auf die Bühne bitten. Jesus, wir möchten dir danken für den ganzen gestrigen Tag, für all das Gute, was wir schon gehört haben und das Prägende und auch die Erkenntnis, dass es auf manche Fragen vielleicht gar nicht so einfache Antworten gibt, wie wir uns das wünschen. Und trotzdem, Herr, wollen wir in all dem dein Herz erkennen, dein Herz für Menschen, für heterosexuelle, homosexuelle Menschen und auch für solche, die sich diskriminiert fühlen in unserem Land und es in der Vergangenheit und in der Gegenwart vielleicht auch sind und waren. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass alles, was heute gesprochen wird, dich verherrlicht, dich ehrt und dass es uns als Gemeinde Jesu in unserem Land hilft, auf die LGBTQ-Bewegung zugehen zu können und dass viele Menschen in dieser Bewegung dich finden können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte nichts mehr weiter sagen. David und Philipp, kommt doch bitte auf die Bühne und wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast, David. Good morning. So, again, I just want to say thank you for having me in this time. It's been so fantastic to just be able to preach the gospel, honestly. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich das Evangelium einfach mit euch teilen darf. And I think in this time, sometimes we feel this fear and we feel like the gospel can't go forward. Und in diesen Zeiten, da fühlen wir uns manchmal ängstlich und haben Angst, dass das Evangelium vielleicht gar nicht nach vorne gehen darf oder kann. But I feel like after these last 2 days, aber nach diesen zwei letzten Tagen, I've been very encouraged in my spirit. Bin ich sehr ermutigt in meinem Geist. Just keep preaching the gospel in and out of season. Dass wir einfach das Evangelium predigen zu jeder Tages- und Nachtzeit. And I hope this can be an encouragement to you this session to really preach the gospel into spaces that you might not have had the courage to do so before. Und ich wünsche mir, dass diese Session euch Mut gibt, auch das Evangelium zu predigen, da wo ihr seid. And I think that as Christians, we often fall into unhelpful cultural scripts. Und ich glaube, als Christen fallen wir ganz oft in ungesunde kulturelle Spalten. And so today I want to share some advice that I have learned in how to engage with the LGBTQI community. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein paar Dinge weitergeben, die ich gelernt habe, wie man umgeht mit der LGBTQ community. And the first part of that in this session will be actually the frameworks we use as Christians to understand the question. For my translation, can I make shorter sentences? Yes. Please, David. Sorry. I will be explaining some of the frameworks that we use as Christians. Und ich werde heute Morgen ein paar Rahmenbedingungen euch erklären, die wir als Christen gebrauchen. And so the first framework I want to look at that Christians often will be heard saying in the media. Und den ersten Rahmen, den ich euch erklären möchte, den wir als Christen ganz oft in den Medien hören, is the design framework. Ist der Rahmen des Designs. You often hear a Christian say, but God created Adam and Eve, not Adam and Steve.
Ihr hört vielleicht oft, dass die Christen sagen, ja, Gott hat Adam und Eva geschaffen und nicht Adam und Steven. You probably see this on a chat room or a YouTube channel. Und ihr seht es vielleicht oft in einem Chatraum oder auf einem YouTube-Kanal. And this is a more crude version of this framework. Und es ist so ein bisschen so eine schlechte Beschreibung von diesem Rahmen. But really, this framework by itself, I think, doesn't work. Aber ich glaube, diese Art und Weise, damit umzugehen, die funktioniert nicht. It closes the door straight away with the LGBTQI community. Es macht die Türe einfach ganz schnell zu für die LGBTQ community. Because what they will hear is, so I'm not designed, I'm not made. So was sie dann hören ist, ja okay, ich bin nicht gemacht und ich bin nicht designed. By God in a way that pleases him. Von Gott in irgendeiner Art und Weise, die ihm gefällt. And it will trigger all the trauma and rejection that we talked about in these previous sessions. Und es bringt dann all dieses Trauma hoch, über das wir auch gesprochen haben in den letzten zwei Sessions. And so before we go further into this framework, I actually just want to explain why the LGBTQI community will have this reaction. Und bevor wir jetzt weitergehen in diese Richtung, möchte ich euch kurz erklären, warum die LGBTQI community so reagiert. And to do that, we actually have to explain what LGBTQI plus means. Um das zu tun, müssen wir kurz erklären, was denn überhaupt LGBTQ plus bedeutet. And so I'll just quickly define that for you. Und ich werde das kurz für euch definieren. So lesbian, L. Lesbian, ist das L, lesbisch? Yeah, it refers to a person who is female, who is attracted to the same sex. Das bedeutet eine Frau, die sich angezogen fühlt zu ihrem gleichen Geschlecht. Gay obviously refers to someone who is male generally, but can refer to a woman in general use that is attracted to the same sex. Und das G ist das Gay, die Homosexualität von Männern, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. B refers to bisexual person who's got attractions to both sexes. B bedeutet eben B, eine Person, die sich zu beiden Geschlechten sexuell hingezogen fühlt. And T refers to a transgender person, someone who experiences an incongruence between their birth sex and their sense of internal gender. Und das T ist transgender, eine Person, die sich unsicher ist von ihrem natürlichen Geschlecht, mit dem sie geboren wurde. And then Q refers to queer, as someone who wants to resist labels generally, someone who has a political or academic interest in these topics and doesn't like the way that they've been represented. Und das Q ist für Quermenschen, die can you explain it again? That's complicated. Queer is the hard one. Yeah, queer is the hard one. Das Schwierige. But queer disagrees with the labeling of people. Also queer, diese Menschen, die sind nicht einverstanden mit diesen Stereotypen, die die Gesellschaft angibt. And wants to just be different. Und sie wollen einfach anders sein. And other. Und anders. Exactly. Ja. So it may be someone who is gay, technically. Ist vielleicht jemand, der wirklich homosexuell ist. But wants to resist some of the ways that has been politically or socially manipulated. Möchte aber Abstand nehmen von dem, wie es politisch irgendwie auch gehandelt wird. And so it's a term of resistance, if you like. Vielleicht auch so eine Terminologie der Resistenz. Ja. And that's a little bit. Yeah, thank you. and then I. Und dann haben wir noch LGBTQI. Das I. So what is E? I is very interesting to me personally. Für mich sehr, sehr interessant. But it refers to an intersex person. Ist eine Person, die intersexuell ist. And an intersex person is someone who is born generally, although there are many conditions that fall under this umbrella. Ist eine Person, die geboren wird, die es gibt viele verschiedene Arten von Personen, die unter diesem Schirm geboren wurden. They're born with amorphic ambiguity in the structure of their body. Sie sind mit einer morphic ambiguity, einer biologischen Unklarheit geboren in ihrem Körper, ja. Unterschiedliche Chromosomen. Yeah, and this kind of person often is very misunderstood. Und diese Art von Person ist ganz oft wirklich falsch verstanden. And is often
When the community, LGBTQI community, discusses topics of sex and gender, und wenn diese LGBTQ Community Dinge bespricht über das Geschlecht, they are often left on the side. Diese E's, die werden ganz oft zur Seite geschoben. But I think their experience is unique because their body is male or female, but ambiguously. Und was aber interessant ist, dass ihr Körper eben nicht männlich und auch nicht weiblich ist. And in our society, when babies are born and there is someone with this ambiguity, in unserer Gesellschaft, wenn jemand geboren wird mit dieser Kondition, mit diesem Merkmal, the doctor has traditionally made the decision what sex they will be. Hat früher eigentlich traditionell immer der Arzt entschieden, welches Geschlecht diese Person hat. And sometimes the doctor has made serious mistakes. Und oft hat der Arzt wirklich schlimme Fehler gemacht. And we see with intersex people often the failure of medical science to understand. Und wir sehen oft bei diesen intersexuellen Personen eben die Art und Weise, wie auch die Ärzte und die Wissenschaft Fehler gemacht hat, wie man mit ihnen umgeht. And it's important to understand the difference between a transgender person and an intersex person. Und es ist wichtig, dass wir den Unterschied verstehen zwischen einer transgender Person und einer intersexuellen Person. For a transgender person, this is more of an internal wrestle. Für eine transgender Person ist es mehr was innerliches, wo sie mit kämpft. For an intersex person, it really has to do with their body and how it's shaped. Ja. Und mit einer intersexuellen Person ist es wirklich der physische Körper, so wie er gemacht wurde, so wie die Person auf die Welt gekommen ist. Now when we start talking about all these different people, und wenn wir jetzt über diese ganzen unterschiedlichen Menschen anfangen zu sprechen, I think our reaction as Christians should be, gosh, we really need to learn to love these people well. Müssen wir als Christen anfangen zu denken, ach du meine Güte, wir müssen wirklich anfangen, diese Menschen zu lieben. We need to be better than the way the world tries to love them. Wir müssen besser sein, wie die Welt versucht, diese Menschen zu lieben. And in this session, I want you to kind of step out of your shoes. Und ich würde gerne in dieser Session, dass ihr rauskommt aus eurer eigenen Haut. And just imagine for a second what it might be like to wake up intersex. Und dass ihr vielleicht mal euch selber reinversetzt in so eine Person und nachdenkt, was wäre denn, wenn ich eine intersexuelle Person wäre? Or transgender. Oder eine Transgender-Person. Or lesbian. Oder lesbisch. Or gay or bi. Oder homosexuell oder bi. And try to remain faithful to the truth of the scriptures. Und probiert trotzdem treu zu sein zu dieser Wahrheit der Bibel. Which we have already discussed at length. Was wir schon diskutiert haben in Länge. But with this sense of empathy. Aber mit dieser Art von Empathie. And I think this sense of empathy is what will make all the difference. Und diese Sensibilität und diese Empathie, die macht den ganzen Unterschied aus. There was a recent study done in the US by the Marin Foundation. Es gab vor kurzem eine Untersuchung, eine Studie, die gemacht wurde von der Marin Foundation in Amerika. And they asked LGBTQI people. Und sie haben LGBTQI people gefragt, Menschen gefragt, with a religious background, mit einem religiösen Hintergrund, why have you left the church? Warum hast du die Kirche verlassen? And there was the theology of marriage as one of the options. Und die Theologie der Ehe war ein Topic. There was the conservative politics of the church. Dann die konservative Politik der Kirche. There was all sorts of things you can list of why you might think, well, I would leave if I was in their shoes. Man könnte viele Dinge auflisten, wo man sagen könnte, okay, ich würde auch die Kirche verlassen, wenn ich in ihren Schuhen wäre. And the final one was a lack of love. Und das letzte war eigentlich auch einfach das Fehlen von Liebe. And around 72% of the respondents answered the reason they left the church was because of a lack of love. Und 72% von den Menschen, die diese Umfrage gemacht haben, haben gesagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil da eben die Liebe gefehlt hat. It actually wasn't because of the traditional view of marriage. Es war nicht wegen dem traditionellen Bild, was die Kirche über Ehe hat. It wasn't because of all the other reasons listed. Es war auch nicht die ganzen anderen Gründe, die aufgelistet wurden. And I think that's very fascinating for us as we're learning about this topic. Und es ist faszinierend für uns, wenn wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und davon lernen. The absolute importance of this empathy. Es ist einfach absolut wichtig, dass wir diese Menschen lieben und empathisch ihnen begegnen. I think that also in the neural structure of our brain. Und auch in der neurologischen Struktur unseres Gehirns. I believe that when we fell as human beings, als wir als Menschheit gefallen sind beim Sündenfall, we actually were rewired out of what God had created us for.
Wurden wir wie eine Art umgepolt oder anders, sind wir anders geworden, wie Gott uns eigentlich am Anfang geschaffen hat? Potentially as a feature of evolution or potentially intelligent design. Vielleicht wegen der Evolution oder weil es einen intelligenten Designer gab. To have absolute fear when we encounter someone other than us. Und wir haben wirklich eine große innere Angst, wenn wir jemand begegnen, der anders ist wie wir. To desire to remove them if we don't like them, if they are too different to us. Und wir haben diesen Wunsch, diese Person irgendwie aus dem Weg zu gehen oder aus der Welt zu schaffen, wenn sie anders sind wie wir. And in neuroscience, they've actually proven that we have this response when we meet someone different to us. In der Neurowissenschaft hat man es tatsächlich herausgefunden, dass wir diese Tendenz haben, wenn wir jemanden treffen, der anders ist wie wir. We want to take the stone and throw it. Wir wollen den Stein aufnehmen und auf diese Person schmeißen. We want to give them a simple theory and show them they're wrong. Wir wollen ihr eine einfache Antwort geben und ihnen zeigen, dass sie falsch sind. But we know in the Bible that Paul, he uses this word called sarx. Aber wir wissen, dass in der Bibel Paulus benutzt dieses griechische Wort sarx. It's a very fascinating word. It means flesh. Und es ist ein faszinierendes Wort. Es bedeutet Fleisch. But it doesn't really refer to our body. Es bezieht sich aber nicht so arg auf unseren Körper. But the energization of sin and death in our body. Aber dieses lebendig gemachte, die lebendig gemachte Sünde in unserem Körper. And out of this place, Jesus says, out of the heart comes all these evils. Und Jesus sagt, dass aus diesem Fleisch heraus alles Böse kommt. And so this is the anthropology of the Bible. Und das ist die Anthropologie der Bibel, das And Menschenbild der Bibel. It tells us that the reason we have these reactions of hating the other. Das ist der Grund, warum wir diese Reaktion haben, wenn wir andere Menschen hassen. It's because we don't have the spirit of God. Weil wir den Geist Gottes nicht haben. We've lost the animation of the spirit in us. Wir haben das verloren, diesen lebendigen Geist Gottes in uns. And instead the spirit of death is actually at work in us. Und es heißt, dass der Geist des Todes in uns am Wirken ist. And so when we meet the LGBTQI community, also wenn wir jetzt die LGBTQI Community, wenn wir ihnen begegnen, we have a choice. Is it, do we respond out of the flesh or out of the spirit? Haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit? Antworten wir aus unserem toten Fleisch heraus oder aus dem Geist Gottes heraus? And so I think this is the foundation of how we need to think about interacting with LGBTQI culture. Und das ist das Fundament, denke ich, wie wir mit dieser LGBTQI Community reagieren und interagieren sollten. And so part of that now is I think we should just quickly talk about some of the common reactions that the LGBTQI community will have to the Christian church. Wir sollten jetzt einfach mal kurz vielleicht anschauen, wie die LGBTQI Community reagiert auf die christliche Kirche. I think the first one is that they only understand us in terms of the flesh. Und ich denke, das erste ist, dass sie uns nur verstehen in dieser sündhaften Fleischlichkeit heraus. They're waiting for the neurological response to kick in. Sie warten eigentlich nur auf diese neurologischen Beweggründe, uns eins auszuwischen. And it's because their experience with Christians has often been exactly that. Auch aufgrund denn ihre eigene Experience, ihre eigene Erfahrung mit Christen ist genau auch die gleiche, aus dem Fleisch heraus. And so for them, their language, their labels, the pronouns they might use if they're transgender. Und ihre Labels und ihre Pronomen, die sie benutzen, wenn sie transgender sind. It's a protection against oppression. Das ist eine Art Schutz gegen diese Oppression. It's a way of saying, sorry, I'm actually not going to take your flesh against me. Sie sagen eigentlich, hey, ich nehme das. Repeat it again. Yeah, I'm not going to take this kind of fleshly reaction anymore. Okay. Ich nehme diese fleischliche Reaktion einfach nicht mehr entgegen. And I'm going to stand up for myself. Und ich stehe für mich selber auf. And you're going to sit down. Und du musst dich hinsetzen. And you're going to listen to me. Und du musst mir jetzt zuhören. And I'm going to show you my flesh. Und ich zeige dir jetzt mal meine Fleischlichkeit. And so you can kind of understand this, though. Und du kannst es wirklich auch verstehen. It's a survival mechanism. Es ist eine Art Mechanismus, wie man überleben kann. When you feel like your actual self has been traumatized.
wenn du spürst, dass dein eigentliches Ich eigentlich traumatisiert wurde. And yes, I do think sometimes this can be hyped up in our culture. Und ich denke, ja, das kann manchmal wirklich auch gehyped werden in unserer Kultur. But it still comes from a real experience we need to take seriously. Aber es kommt aus einer Erfahrung heraus, die wir wirklich ernst nehmen müssen. Whenever we're hurt, we like to make the hurt bigger. Immer wenn wir verletzt worden sind, dann mögen wir das, dass wir unsere Verletzung größer machen, wie sie eigentlich ist. But also we like to minimize it. Aber wir mögen es auch, dass wir es ein bisschen unter den Teppich kehren. We're not good at staying where it is. Wir sind nicht gut, es einfach so stehen zu lassen, wie es eigentlich ist. And learning how to reconcile and heal. Und dass wir dann lernen, dass wir da wieder heil werden und uns wieder mit dem anfreunden. And I think as Christians we are called to be ambassadors to this community. Und ich glaube, dass wir als Christen berufen sind, Botschafter zu sein für diese Community. And to think, how can I reconcile with this person? Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir wieder im Frieden miteinander leben? How can I have a ministry of reconciliation? Wie kann ich einen Dienst haben wieder der Zugehörigkeit? I might not have actually done anything to an LGBTQI person. Ich habe eigentlich noch nie was gemacht oder gegen eine LGBTQ Person getan. This might seem ridiculous that I have to talk to them about their experience, negative experience of Christians. Es hört sich vielleicht verrückt an, dass ich mit ihnen darüber reden soll, wie andere Christen sie verletzt haben. But as Christians we are one body. Aber als Christen sind wir ein Leib. And so we need to carry the ambassadorial responsibility. Aber wir müssen diese Verantwortlichkeit, dass wir Botschafter sind, die müssen wir wahrnehmen. And I think if we can be coming from the Spirit, und wenn wir aus dem Geist herauskommen, from the compassion of Jesus, von der Liebe Gottes und von der Liebe von Jesus, and yet not compromise the truth, aber die Wahrheit nicht kleinreden, then I think we can reach that community. Dann glaube ich fest daran, dass wir diese Gemeinschaft, diese Gruppe erreichen können. And so I think for many people, especially if they're transgender, und ich glaube für ganz viele Menschen, gerade wenn sie transgender sind, when they read Genesis about male and female, wenn sie 1. Mose lesen über Mann und Frau, they're going to read that through their experience. Lesen sie das durch ihre persönliche Erfahrung, experience. Yeah, and they're going to think this is an oppressive text. Und sie lesen diesen Text und denken, dieser Text, der unterdrückt mich. And we need to find ways to respond to that and show them it's actually not an oppressive text. Und wir müssen Wege finden, wie wir das ihnen erklären, dass dieser Text nicht unterdrückend ist. And we need to know what does the New Testament tell us about people who don't fit in male and female easily. Und wir müssen wissen, was das Neue Testament spricht über Menschen, die nicht so einfach in diese Kategorie von Mann und Frau fallen. We need to be ahead of the wave of their question. Wir müssen die Antwort wissen, bevor sie ihre Frage stellen. And if we respond with that, and I think personally we can say, well, the Bible includes people that don't fit in that, male and female. Und wir müssen wissen, dass die Bibel darüber spricht, dass es Menschen gibt, die eben nicht in diese Kategorie von Mann und Frau fallen. And God didn't create male and female. Und Gott hat nicht nur Mann und Frau erschaffen. In the beginning. Am Anfang. To oppress people who now don't fit easily within that. Um Menschen zu unterdrücken, die jetzt einfach nicht da reinfallen in diese Kategorie. He created it because of who he is. Er hat die Menschen geschaffen durch das, was er eigentlich ist. He is a God of diversity. Er ist ein Gott der Vielfaltigkeit. However, because we fell, aber weil wir gefallen sind, we experience things in our body, which mean that we don't exist as we once did before the fall. Erleben wir Dinge in unserem Körper, die wir jetzt erleben, die es nicht gab vor dem Sündenfall. And hey, you know what? The gospel can actually help you explain partially why you're transgender. Und weißt du was? Das Evangelium kann dir sogar erklären, warum du transgender bist, zumindest ein Teil davon. And then maybe it has some solutions that you've never considered. Und vielleicht gibt es da auch ein paar Lösungen, über die du vielleicht noch nie nachgedacht hast. To that sense of this incongruence between your body and your gender. Zu diesem Kampf, der sich in dir abspielt zwischen deinem Körper und deinem Geschlecht. And I think if we can approach people that way, und ich denke, wenn wir Menschen so begegnen, we're opening up hope for them. Dann öffnen wir einen Weg der Hoffnung für sie. We are not holding the law over them.
Wir halten ihnen nicht das Gesetz über den Kopf. And saying you must conform to it. Und du musst nach diesem Gesetz leben. And so this is an example that I've given you. Es ist ein Beispiel, das ich euch gegeben habe. Of how to approach a transgender person, for instance. Wie man zum Beispiel einer transgender Person begegnet. But what's going through my head when I'm giving this response. Aber was geht durch meinen Kopf, wenn ich diese Antwort gebe? One is I'm trying to avoid cultural scripts. Erstens, ich möchte kulturelle Formen aus dem Weg gehen. Yeah. Yeah. And you know, the media has given a lot of power to these scripts for Christians and said this is how Christians will treat you. Und wisst ihr, unsere Medien haben ganz viel Kraft und Macht und sagen eigentlich den Leuten, wie wir Christen eigentlich auf euch reagieren. And in my response to the transgender person, I was weaving together three different frameworks. Und in meiner Antwort zu dieser transgender Person habe ich eigentlich drei verschiedene Rahmen als Antwort gegeben. The Christian response will usually in the media have just one of these frameworks. Und normalerweise hat in unserer medialen Landschaft haben die Christen nur eine Art von Antwort. It will always be missing something of the truth. Es fehlt immer ein bisschen von dieser Wahrheit. So that it can be ignored. So dass es auch irgendwie ignoriert werden kann. So the three frameworks that I was weaving together are the design framework. So diese drei Rahmenbedingungen, die ich zusammengewoben habe, ist erstens das Design. The disorder framework. Das Durcheinander. And the diversity framework. Und die Vielfältigkeit. And so in my response to transgender person, I'm saying God did create us in the beginning. Also in meiner Antwort für eine transgender Person würde ich sagen, Gott hat uns erschaffen am Anfang. Male and female. Mann und Frau. But with the disorder framework, I also show that that no longer holds in the same way. Aber durch dieses Durcheinander, durch diese gefallene Welt, hält das nicht mehr so zusammen. And that everything isn't as it was supposed to be. Und alles ist nicht mehr so, wie es einfach mal sein sollte. And now, with the diversity framework, I then add the bit that maybe there are solutions to the problem that I've just shown you. Und jetzt mit dieser Diversität, mit dieser Vielfältigkeit, mit diesen Rahmenbedingungen habe ich jetzt dir vielleicht eine Möglichkeit gegeben, Antworten zu finden über das Problem, das ich gerade erläutert habe. That you haven't considered. Dass du vielleicht auch noch nicht dir darüber Gedanken gemacht hast. And so in my response there is always creation, fall and redemption. Also meine Antwort ist immer Schöpfung, dann der Sündenfall und die Erlösung. Truth, Wahrheit, Incarnation, Fleischwerdung, Resurrection, Auferstehung. These three blocks, these three frameworks must always be in your response to an LGBTQI person. Also diese Framework, diese Rahmenbedingungen, diese drei Fundamente sollten immer in einer Antwort für eine LGBTQI Person drin sein. If you only have design framework, wenn du nur Design als deine Antwort gibst, the LGBTQI person hears exclusion. Hört die LGBTQ Person einen Ausschluss, ja. If you only use the disorder framework, the LGBTQI person hears that there's no hope. Und wenn du nur den gefallenen Rahmen benutzt, dann hört die LGBTQ-Person einfach nur Hoffnungslosigkeit. If you only use the diversity framework, the LGBTQI person doesn't face the reality of design or disorder. Und wenn du nur den Diversität und die Vielfältigkeit als deine Antwort benutzt, dann hört die LGBTQI-Person das, oder sie hört nicht die anderen zwei von Design und Diversity. And they will miss why you think differently as a Christian. Und dann missen sie diesen Punkt, warum du als Christ anders denkst. And then they think that the Christian position, traditional Christian position, is just bigoted. Und dann entdecken sie, dass eben diese christliche Antwort einfach nur bigoted. Prejudiced. Hateful. Ja, dass sie einfach ausschließt und einfach negativ ist, ja. And the diversity framework is very interesting because it's the framework that secular culture has adopted from the Christian faith.
Und dieser Diversität-Rahmen ist total interessant, weil die säkulare Gesellschaft den eigentlich von der christlichen Community geklaut hat. And in Oxford in the United Kingdom there's actually a really interesting figure called Tom Holland. Und in Oxford in England gibt's eine ganz interessante Person, die heißt Tom Holland. And he recently was an atheist. Und er war ein Atheist. But he's a historian of the ancient world. Und ist ein Wissenschaftler der alten Welt. And he wrote a book called Dominion, which I recommend reading. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Dominion. Das empfehle ich euch zu lesen. And his major discovery, as he studied the ancient world. Und das Größte, was er herausgefunden hat, als er die alte Welt studiert hat. Especially the Greco-Roman world. Vor allen Dingen die griechisch-römische Welt. Which is the foundation of the West. Das ist ja die Grundlage von der westlichen Welt. I think sometimes more than Jesus. Manchmal sogar mehr wie Jesus. He found as an atheist secular person. Und er hat das herausgefunden als eine atheistische säkulare Person. That he couldn't ever be Greco-Roman. Dass er niemals römisch-griechisch sein kann. And that he received his morality actually from Christianity. Und seine Moralvorstellungen hat er aus dem Christentum herausgezogen. The value of human diversity. Der Wert von der menschlichen Vielfalt. The dignity of every human being. Dass jeder Mensch Würde hat. He was faced with the reality that any good morality he sensed in himself mainly came from the Christian world. Und er wurde mit dem konfrontiert, dass alle Werte, die in ihm drin auch und die er wertvoll findet, dass sie eigentlich aus der christlichen Welt kommen. And now he's a Christian. Und jetzt ist er ein Christ. And so I think this very interesting observation and a very honest observation by Thomas Holland that the diversity framework that LGBTQI people use actually comes from Christianity. Und das finde ich eine ganz tolle tolle Sache, dass Tim Holland es rausgefunden hat, dass diese Diversität und dass diese Rahmenbedingungen, dass das eigentlich aus dem Christentum herauskommt und dass die LGBTQ Community das auch für sich selber beansprucht. Only it's reduced. It doesn't have these two other frameworks involved. Es ist aber einfach nur ein bisschen reduziert, weil die anderen zwei Rahmenbedingungen fehlen. And so we have an opportunity as a Christian when we bring these three frameworks together. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit als Christen, wenn wir diese drei Rahmenbedingungen zusammenbringen, to complete the picture. Um dieses ganze Bild komplett zu machen, vollständig zu machen. And we know that the gospel has an incredible explanatory power. Und wir glauben daran, dass das Evangelium eine ganz große Kraft hat, sich selber zu erklären. To actually reach into every human being's experience. Und dass es Kraft hat, wirklich in jedes Menschenleben vorzudringen. And that God has made the gospel to fit for every human being that exists. Und dass Gott das Evangelium so gestaltet hat, dass es für jede Person passt, die auf diesem Erdball herumläuft. And there's not one human soul for whom it doesn't belong, that it doesn't fit. Es gibt keine einzige Person, wo das Evangelium nicht passen würde. And so today I'm not giving you all the easy answers. Und ich gebe euch heute nicht die einfachen Antworten of how to go and speak to the LGBTQI community. Wie man geht und mit diesen LGBTQI Menschen spricht. But I am giving you these frameworks and rearticulating them to you. Und ich gebe euch diese Rahmenbedingungen, damit ihr sie wiedergeben könnt. For you more deeply when you're going to that community, you're with that community, to have that in your head. Wenn du also mit dieser Community zusammen bist, dass du das in deinem Kopf drin hast. Am I evolving the design framework? Spreche ich über den Designrahmen? Am I incorporating the disorder framework? Spreche ich auch über die gefallene Welt, über das Durcheinander? Am I incorporating the diversity framework? Und spreche ich dann auch über die Vielfältigkeit? So, I will give you for an example design framework when it relates to the phenomenon of either being transgender or gay. Ich spreche jetzt mal ein Beispiel über diesen Designrahmen, wenn es darum geht über transgender oder gay. Transgender or gay ist ja. Yeah. So the design framework identifies the phenomenon of gender incongruence. Also incorporate. It identifies the phenomenon of gender incongruence or same-sex desire. Here. What did you write? I didn't even know. It's hard to translate. Oh my dear. Okay, also der Designrahmen identifiziert das Phänomen of gender incongruence of same-sex desires. Mm-hmm. Now you get it. Kann mir jemand helfen? Ja, dass man nicht mit seinem biologischen Geschlecht sich übereinstimmend fühlt und dass man schwul oder homosexuell ist. Okay.
as confusing the sacredness of maleness and femaleness. Und dass es dann Durcheinander gibt zwischen Mann und Frau. So that is the design framework. It's always about maleness and femaleness and Genesis and going back to the garden. Also diese Designrahmen, da geht's immer um Mann und Frau und Garten Eden und Adam und Eva. The new problem is that's not the Christian truth by itself. Das Problem ist, es ist nicht alleine die christliche Wahrheit. And many of you actually what undergirds the idolatry of marriage. Und was eigentlich diese Idolatrie oder diese Götzendienst der Ehe, was eigentlich unten drunter noch schwellt, is that Christians are trying to go back to the garden. Dass Christen immer wieder zurückgehen möchten zum Garten Eden. I just want to go back before the fall happened. Ich will wieder zurückgehen, bevor der Sündenfall passiert ist. And actually, I don't really want the rest. Und ich will den Rest gar nicht haben. But the reality is that God set up the design of his creation. Aber die Wahrheit ist, dass Gott die Schöpfung erschaffen hat. To actually receive redemption, the future reality of what Jesus would bring in the resurrection. Was Jesus dann eben machen möchte in der Zukunft, in seinem Erlösungswerk, ist, das alles wiederherzustellen. So if we lift the design framework up and say, this is how we understand sexuality and gender. Wenn wir jetzt also diesen Designrahmen hochheben und sagen, so definieren wir Mann und Frau. We are creating a Christianized ideology. Dann kreieren wir eine christliche Ideologie. We're not actually preaching the gospel. Wir predigen eigentlich gar nicht das Evangelium. And I think this is what Christendom has done. Und ich glaube, das ist, was das Christentum getan hat. In that it has emphasize the design framework too much. Dass das Christentum diesen Designrahmen eben zu arg hochgehoben hat. In the theology world we call this the natural law. Und in der Theologie sprechen wir über die das Gesetz der Natur. And with homosexuality it really didn't work. Mit der Homosexualität hat es einfach nicht funktioniert. And it blew open this ideology. Und es hat diese Ideologie eigentlich gesprengt. Because when you look at nature, wenn du die Natur anschaust, you don't see God's design perfectly reflected to you. Du siehst Gottes Design und seine Schöpfung nicht perfekt. There are animals that are changing sex all the time. Es gibt Tiere, die ihre Sexualität ändern die ganze Zeit. There are seahorses. Es gibt Seepferdchen. With the male carrying the eggs inside of him. Wo das männliche Seepferdchen die Eier in sich selber trägt. And you'll often see in the LGBTQI community like, I'm a seahorse. Und du siehst das oft in der LGBTQI community. Ja, ich bin ein Seepferdchen. As a way of saying design framework is wrong. Oh, eigentlich eine Art und Weise, um zu sagen, hey, dieser Designrahmen, der ist falsch. And breaking out of this oppressive way of understanding things. Und da einfach da rauszubrechen auf dieser unterdrückten Art und Weise, wie man auf Dinge schaut. The other way that this design framework has been done very badly. Eine andere Art und Weise, wie diese Designrahmen wirklich schlecht auch missbraucht wurde, is that the reason that gay people got HIV/AIDS. Es ist der Grund, warum eben homosexuell lebende Menschen AIDS bekommen haben. Is because of God's wrath and judgment. Es ist nämlich, weil Gott seinen Zorn über diese Menschen ausgegossen hat. Because they left the design of God. Weil sie haben Gottes Idealbild verlassen. And God has punished them. Und Gott hat sie jetzt gestraft. It's terrible. Es ist wirklich schlimm. Because if you want to avoid HIV/AIDS, then everyone should be lesbians. Denn wenn du eigentlich AIDS einfach hinter dir lassen möchtest, dann musst du einfach lesbisch werden. I want to give these examples because this is the way that we as Christians have failed. Und das ist, ich möchte euch diese Beispiele geben. Das ist eine Art und Weise, wie wir Christen eben, wie wir falsch damit umgegangen sind. And we've lost the trust of the LGBTQI community. Und wir haben das Vertrauen von diesen Menschen verloren. But if we said, for instance, that creation is fallen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, dass die Schöpfung Gottes eine gefallene Schöpfung ist, that we are all fallen, dass wir alle gefallene Schöpfung sind, that there is a sense of design in nature, but it's not as it's meant to be, da ist noch ein Echo oder ein Schatten von der Schöpfung da in dieser Welt, aber es ist nicht so, wie es sein sollte, that God makes the rain fall on everybody, dass Gott den Regen fallen lässt auf alle Menschen, not just special Christians who never have to suffer,
nicht nur auf Superchristen, die niemals leiden müssen. Then maybe we would gain back some trust. Vielleicht würden wir dann wieder ein bisschen Vertrauen zurückgewinnen. But I think we have a long way to go. Aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns. To rebuild this center trust. Dass wir dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen wieder zurückgewinnen. And preaching the redemption of the creation is the other thing that we haven't done for the LGBTQI community. Dass wir eigentlich predigen sollten, dass Gott die Schöpfung wiederherstellt, auch zu der LGBTQI community, das haben wir verpasst. How has God through Christ planned to redeem this community? Wie hat Gott, was ist Gottes Plan, diese Menschen durch Jesus zu erreichen? And it's just so clear that God wants to, but we as Christians haven't wanted to. Und es ist ganz klar, dass Gott das möchte, aber wir als Christen haben das nicht. And this is a painful thing that we all have to face. Und es ist eine schmerzvolle Art, die wir wirklich alle an uns ranlassen sollten. Now, I think that's enough on what I think Christians have done wrong. Ich glaube, es ist jetzt genug, habe ich darüber gesprochen, was die Christen falsch gemacht haben. What has the LGBTQI community done wrong to Christians? Was hat denn die LGBTQI community falsch gemacht zu den Christen? What the LGBTQI community has done, was die LGBTQI community getan hat, has reinterpreted the design framework. Sie haben diesen Designrahmen reinterpretiert. And said, this is the way that I've been created. Und ich denke, so wurden wir geschaffen. I don't believe in sin. Ich glaube nicht an Sünde. I'm fine. Ich bin okay. I'm good as I am. I don't need God. So wie ich bin, ist alles tipptopp. Ich brauche Gott nicht. I'm not spiritual. Ich bin nicht geistlich. Maybe a little bit. Vielleicht ein bisschen. But not really. Aber nicht wirklich nicht. And I don't need your stupid God. Und ich brauche den dummen Gott nicht. So I'm fine. And I'm gonna take. Mir geht's gut. Your rights off you. Und ich keep my rights for myself. Und ich nehme deine Rechte von dir und behalte meine. Because the only way I can protect myself from your interpretation of the design framework. Und die einzigste Art und Weise, wie ich mich selber schützen kann von der Art und Weise, wie du über diesen Designrahmen denkst, is if I take it off you. Ist nämlich, dass ich es von dir wegnehme. And I don't let you believe it. Und ich mach's, dass du nicht daran glaubst. And you know, we may be in a world in 20 to 30 years where it might be illegal to even quote Genesis. Und es könnte sein, dass wir in einer Welt leben, wo es vielleicht in 20 und 30 Jahren wirklich illegal sein wird, wenn dass wir 1. Mose oder Genesis irgendwie zitieren. So I want to stress to you how important this is. Und deswegen will ich euch wirklich herausfordern, euch zu zeigen, wie wichtig das ist. That we interpret the design framework through the disorder framework and through the diversity framework. Dass wir diesen Designrahmen wirklich betrachten durch die Gefallene und auch durch die Vielfältigkeit. And that we apply the whole gospel truth to the reality and experience of LGBTQI plus people. Und dass wir das ganze Evangelium und ihre ganze Realität auf diese LGBTQI people übertragen. And the other thing I want to emphasize to you is that the gospel explains their experience better than their ideologies. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass das Evangelium es besser erklären kann, wie es diesen Menschen geht, wie ihre eigene Ideologie. We talked in the previous session yesterday about how science cannot actually explain why people are LGBTQI+. Wir haben in der letzten Session gestern darüber gesprochen, wie die Wissenschaft nicht erklären kann, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Bad 1970s psychology can't explain why people are LGBTQI+. Schlechte 70er Jahre Psychologie kann es nicht erklären, warum die Menschen LGBTQI sind. Giving gay people a lobotomy cannot explain their, you know, what happened in science was pretty atrocious when it comes to LGBTQI plus people. Was passiert ist in der Wissenschaft ist wirklich schrecklich, wo sie probiert hat, das zu erklären, warum die Menschen so sind. Science is one of the major contributors to homophobia and the issues we have today with the LGBTQIA+ community. Die Wissenschaft an sich selber hat sehr viel dazu beigetragen, dass es so viel Homophobie gibt in der LGBTQI zu diesen LGBTQI. Only science has adapted and admitted its mistakes. Nur hat die Wissenschaft ihre Fehler erkannt und auch adressiert. But we Christians keep clinging to the mistakes science made. Aber wir Christen, wir hängen immer noch an diesen Fehlern, die die Wissenschaft gemacht hat. Oh, but you can go through a therapy because you were abused by your father and then you will finally not be gay.
Also du kannst doch einfach in eine Therapie gehen, weil dein Vater dich hätte ja früher missbraucht und deswegen bist du schwul geworden und dann bist du nicht mehr schwul. Oder homosexuell. And the gay community says we must stop them. Und die homosexuelle Community sagt, wir müssen die aufhalten. Because this was so harmful to people, this way of understanding human sexuality. Weil das hat die Menschen so arg verletzt, wie man eben die menschliche Sexualität verstanden hat. And so we must let go of the mistakes that science made. Wir müssen also loslassen, diese Fehler loslassen, die Wissenschaft gemacht hat. That doesn't mean I don't think that God's grace can function in someone's life. Das bedeutet nicht, dass Gottes Gnade nicht wirken kann in dem Leben von einem Menschen. Isn't redemption for a person. Und dass es auch nicht keine Erlösung geben kann für eine Person. And that this can produce some unlikely results. Und es kann ein paar interessante Resultate generieren. You know, the idea of being married to someone that is of the opposite sex. Weißt du, diese Idee, dass jemand ein Ehepartner ist von jemand, der ein anderes Geschlecht hat. That is possible for some gay people. Das ist möglich für homosexuelle Menschen. But that is with the openness of saying this is my sexuality. Aber das passiert nur, wenn man offen und ehrlich sein kann mit seiner Sexualität. And it's done in the normal context of the church. Und das passiert auch schon in dem normalen Kontext der Kirche. There is no gay conversion therapy. Es gibt keine homosexuelle Therapie, wo man Menschen wieder umkonvertiert. Because gay conversion therapy is Christians trying to cling to the mistakes of science. Diese Art von Therapie, das ist immer noch die christliche Antwort auf die Fehler, die die Wissenschaft gemacht hat. And when we as Christians do that, we lose the battle completely. Und wenn wir Christen das tun, dann verlieren wir den Kampf komplett. And it's been my great disappointment. Und es war wirklich das ist meine sehr, sehr große Enttäuschung. When I minister around the world to see Christians clinging to the design framework, to these scientific mistakes, in some strange ideology that would never speak to an LGBTQI plus person. Dass viele Christen immer noch an diesen Fehlern der Wissenschaft festhalten und probieren, die LGBTQI people Menschen so umzubringen. It doesn't mean modern science doesn't have really interesting things to say about human sexuality now. Das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft keine interessanten Dinge dazu beitragen kann, wie eben die Sexualität von diesen Menschen ist. And actually it's been very helpful modern science showing us that there is a scientific basis to same-sex desire. Und es ist hilfreich, dass die Wissenschaft eben aufzeigt, dass es solche Wünsche gibt, dass Menschen eben gleichgeschlechtlich sich angezogen fühlen. And to the experience of gender dysphoria, it's real. It actually happens in someone's brain. Gender dysphoria. Yeah, transgender. Ah, dass es tatsächlich in dem Gehirn von Menschen eben so ist, dass Menschen transgender sind. Married, you know. Ja, genau, dass man sich nicht mit seinem biologischen Geschlecht übereinstimmt, fühlt. Das hat die Neurowissenschaft herausgefunden. And for us as Christians to say, of course it's real. Und für uns als Christen müssen wir sagen, ja, natürlich ist das wahr und echt. Because I have these three frameworks that explain why it's there. Weil ich habe diese drei Rahmen, die das erklären, warum es da ist. That God created sex and gender. Dass Gott Sexualität und Geschlecht erschaffen hat. That it has fallen. Dass es eine gefallene Schöpfung ist. And that God plans to redeem it and make it part of his diverse church. Und dass Gottes Plan ist, das zu erlösen und es ein Teil zu machen von seiner diversen Kirche. And yet never denying the created order that he established in the beginning. Ohne dass wir jemals verneinen, dass er diese Ordnung geschaffen hat am Anfang. And so I want you to understand how important, like as you think through these issues, that you have a gospel framework. Und ich will sagen, wie wichtig das ist, wenn du durch diese Dinge nachdenkst, dass du einen evangeliumzentrierten Mindset dafür hast. And that the gay community is not expecting that. Und es ist klar, dass die homosexuelle Community das nicht erwartet von dir. Their reactions are often based off the most terrible stereotypes of Christians. Und ihre Reaktion ist oft einfach so, weil sie so schlecht behandelt worden sind von den Christen. They are looking for those stereotypes. Und sie gucken nach diesen Stereotypen. And when we fall into them, und wenn wir uns ihnen hingeben, we confirm their bias. Dann bestätigen wir
ihre Ablehnung den Christen gegenüber. We keep the cycle of gay activism going. Wir selber schaffen, dass dieser Kreislauf der homosexuellen Aktivitäten einfach immer weitergeht. And so we as Christians have to learn ways of communicating that don't fall into those stereotypes. Und wir Christen müssen Wege finden, wie wir nicht reinfallen in diese Falle der Stereotypen. And for me, it was to write my book, A War of Loves. Und für mich war es, dass ich dieses Buch geschrieben habe, A War of Loves. To tell my story. Um meine Geschichte zu erzählen. To do it vulnerably. Um es auch offen und verletzlich zu machen. And to approach the topic with all of these three frameworks intact, never denying them. Und dass ich eben die ganze Geschichte mit diesen drei Rahmen einfach angegangen bin, ohne sie jemals zu verneinen. And to say there is a way of putting my gay identity under the lordship of Jesus. Und dann auch zu sagen, dass meine homosexuelle Identität, dass ich die unter die Herrschaft Christi stelle. And that doesn't deny design, disorder or diversity. Und niemals verneine, dass es eben das Design, das Gefallene und die Unterschiedlichkeit gibt. And it's so interesting because so many Christians are like, finally the book we've been waiting for. Und es ist interessant, dass ganz viele Christen sagen, endlich auf dieses Buch habe ich gewartet. And then I'm like, but why are there not thousands of other books like this? Warum gibt es nicht 1000 von diesen Büchern? What has gone wrong? Was ist denn falsch gelaufen hier? There's a way of holding these things together that is so much better than what we've done in the past as Christians. Es gibt immer einen Weg, diese Dinge zusammenzuhalten, der so viel besser ist, wie wir in früheren Zeiten als Christen das ausgelebt haben. And so I want to get you excited for the way that you can go away and think about these three frameworks and how you could respond if you have a gay friend or a gay relative. Und ich würde mir gerne wünschen, dass ihr aufgeregt seid und dass ihr euch freut, weil ihr jetzt wissen könnt, wie man eben so eine Person, die LGBTQI ist, begegnen kann. You often hear Christians say, you know what, like, I just love you, this is just the way that, you know, you were created. Du hörst ganz oft Christen einfach sagen, ja, ich liebe dich und das ist eben die Art und Weise, wie du lebst und ich liebe dich. I just accept you. Und ich nehme dich an. And then on Sunday, hey, Pastor. Hey, und dann am Sonntag, hey, Pastor. What do I do? Was mache ich jetzt? But like, it's not exactly right, is it? Because the Bible says. Es ist doch wirklich nicht richtig, weil die Bibel sagt doch. But like, we want to include them, right? They're part of the church. Die sind doch Teil von der Kirche. Wir wollen die doch irgendwie bei uns haben. But like, they weren't created that way, right? Aber die wurden doch so nicht erschaffen, oder? I don't know. Oder ich weiß nicht. And the poor pastor has to just say. Und der arme Pastor muss sagen. I don't know. Ich weiß nicht. Read this book. Lest dieses Buch. By David Bennett. Von David Bennett. But really, as Christians, we should be doing this work. Aber wirklich als Christen, wir müssen diese Arbeit mit uns machen. In ourselves. Auch in uns selber. And valuing the company of gay or LGBTQI+ people. Ja, und die Gemeinschaft von homosexuellen Menschen oder LGBTQI Menschen einfach auch ehren. With the gospel and with science and with all these other things helping us to interpret this. Und schauen, wie Wissenschaft und die Bibel und diese Frameworks, wie die uns helfen, dies alles zusammenzufügen. So I'll end there and we can go into more practical detail in the next session. Und da mache ich jetzt einen Cut und gehen dann mehr in der nächsten Session auf praktische Fragen ein. Thank you, guys. Dankeschön. My feet makes me feel alive, a mutant.
down and I don't know where I'm gonna stay. But I have purpose and I've come a long way. Opened up the same book but found a different page, 'cause honestly, you're loyal.
insecurities and priorities in the same. For harmony, it's the only thing I can say. Thank you.
open my mouth to breathe the words to you, the words just won't come out, so I write. Write on the canvas built from feeling, emotion persevering inside. It's just one touch to open, one touch to close, one touch to show me not all minds are cold, one touch to loosen, loosen the hold, one touch to free me from falling down on my ass. Man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Yeah. I know your daddy didn't like me much, and you didn't believe me when I sit here with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with the sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
17 and we got a dream. I have a family, a house and everything in between. And then suddenly we're 10, 23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side in the city where the sun goes set. You know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Starting a life together in a different place. Know the love is all these ideas came to brief. So baby, run away now. 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 He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city with the sun all set. What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. What if we start to drive? Good luck. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser zweiten Session heute Morgen. Das Thema, um das es geht, ist, was ist die LGBTQ-Community und wie können wir ihr als Christen begegnen? Und wir haben jetzt gerade in der Pause nochmal gesprochen, David und ich möchte mal versuchen, ohne Übersetzung nochmal in wenigen Worten zusammenzufassen, worum es in dieser ersten Session ging. Da waren auch einige Begrifflichkeiten, die genannt wurden und die vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen sind und in Kontext zu setzen. Also der David hat in dieser Session gerade von drei Interpretationsrahmen gesprochen. Drei Arten, wie man der LGBTQ-Bewegung begegnen kann und wie man ihre Erfahrungen einordnen kann. Und diese drei Wörter auf Englisch nochmal, die waren Design, Disorder und Diversity. Also die englischen Begriffe Design, Disorder und Diversity. Und jeder dieser Begriffe beschreibt eine Interpretationsrahmen, eine Kategorie. Und ich habe jetzt mal versucht, diese drei Begriffe zu übersetzen, dass man, wenn man sich Notizen machen möchte, vielleicht auch jede Kategorie irgendwie beschreiben kann. Und Design, dieser erste Interpretationsrahmen, den könnte man am besten überschreiben, vielleicht mit Schöpfungsordnung. Was damit gemeint war, ist, dass Gott, also wie wir es im Genesis lesen, den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Zwei Kategorien, die irgendwie klar sind. Das ist mit Schöpfungsordnung, mit Design gemeint. Und dann die zweite Kategorie, diese Kategorie Disorder, habe ich jetzt auch überlegt, wie könnte man das am besten übersetzen, mit David nochmal gesprochen. Manchmal hat David auch das Wort Fall benutzt und das würde man im Deutschen am besten umschreiben mit gefallener Zustand. Also als Christen haben wir oft die Perspektive darauf, wenn jemand sich nicht klar als Mann oder Frau empfindet oder sexuelle Begierde in diese Richtung hat, heterosexuell, dass das ein gefallener Zustand ist, etwas, wo aus dem Lot geraten ist. Und das ist tatsächlich auch ein Teil der Realität, den die Bibel beschreibt.
Und dann dieser dritte Begriff, Diversity, den könnte man am besten mit Unterschiedlichkeit übersetzen. Also die drei deutschen Begriffe Schöpfungsordnung, gefallener Zustand und Unterschiedlichkeit. Also damit ist gemeint, wir leben in einer Welt, in der es tatsächlich eine große Unterschiedlichkeit gibt. Schon alleine der Begriff LGBTQ, der beinhaltet ja schon fünf verschiedene Kategorien. Es gibt tatsächlich viele verschiedene Erscheinungsformen, wie Menschen heute empfinden. Das ist einfach eine Realität, in der wir leben. Und dann einen wichtigen Gedanken, den es gilt, aus dieser ersten Session mitzunehmen, das ist, als David gesagt hat, wenn wir als Christen im Gespräch mit Menschen aus dieser Community nur die Schöpfungsordnung betonen, so hat Gott es sich gedacht, oder den gefallenen Zustand, dann hören diese Menschen, mit dir stimmt etwas nicht, dann löst das Hoffnungslosigkeit aus. Ja, wie kann ich Gott jemals gefallen? Das Resultat ist Selbstablehnung. Und das bringt dann diesen ganzen Zyklus in Gang, wo dann auch Aktivisten aus dieser Bewegung sagen, das lassen wir uns nicht überstülpen, dagegen reagieren wir. Und umgekehrt, was aber dann auch in der Öffentlichkeit passiert, wenn man nur den Unterschiedlichkeitsrahmen betont, dass man ganz pragmatisch sagt, das ist die Realität, die gilt es hinzunehmen, dann werden auch Menschen aus dieser Community nicht in ihrer Weltsicht konfrontiert, was aber notwendig wäre. Und dann hat David dieses Wort benutzt, weaving, das ist das deutsche Wort übersetzt, weben. Ja? Und er hat gesagt, damit wir Menschen und ihre Erfahrung wirklich gerecht werden, auf der einen Seite Gott und seinem Wort treu bleiben und trotzdem die Realität anerkennen, ist es wichtig, dass diese drei Rahmen ineinander gewoben sind, dass keiner unter den Tisch fällt. Und die Frage, die wir jetzt David in der Pause gestellt haben, ist, also dieser Rahmen, diese Rahmenbedingungen, die machen Sinn, diese Interpretationsrahmen machen Sinn, aber was bedeutet das denn jetzt ganz praktisch, wenn das Evangelium in diese drei ineinander gewobenen Interpretationsrahmen reinkommt, was macht es denn dann mit der Person, die homosexuell ist und das auch verstehen will, vielleicht auch irgendwann anerkennt, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist mein kleiner Versuch, das zusammenzufassen, was in der ersten Session dran war und jetzt mit der Beantwortung dieser Frage. And now we'll follow with the answer to the question, how does it look like if the gospel is being applied to those three frameworks and what does it do with a homosexual person? Yeah, so I think the really fascinating thing is that, and we were talking about this in the break, that actually the gospel provides a more holistic understanding of why we are the way we are. Also das, worüber wir in der Pause gesprochen haben, ist, dass das Evangelium eigentlich einen ganzheitlicheren Ansatz beschreibt als diese einzelnen Interpretationsrahmen. That like the first framework, for instance, design. Also nochmal zurück zu diesem ersten Interpretationsrahmen, Schöpfungsordnung, Design. Is a bit like modernity. So wurde in der Moderne, eine Periode, die irgendwie ein Stück weit hinter uns liegt, argumentiert. That the second one is like of disorder is actually like postmodernism. Dann gab es eine gesellschaftliche Entwicklung von der Moderne hin in die Postmoderne und die Postmoderne, die betont diesen gefallener Zustand, Disorder-Zustand. And the diversity framework is a little bit like where we are right now. Und dieser dritte Interpretationsrahmen, die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt, das ist der Zustand, in dem unsere Gesellschaft sich heute befindet. Our culture is a post-Christian culture. Unsere Kultur hier im Westen ist tatsächlich eine nachchristliche Kultur. And it has reduced each aspect of the gospel into these different frameworks. It has reduced the gospel into design, disorder, diversity. Ja, und die Kultur, in der wir leben, hat das Evangelium als solches irgendwie reduziert auf diese einzelnen Interpretationsrahmen. It has deconstructed Christian truth. Und hat irgendwie die christliche Wahrheit dekonstruiert, auseinandergenommen. And what the gospel does is it puts the pieces back together again. Aber was das reine Evangelium versucht, ist diese Teile, die auseinandergenommen wurden, wieder zusammenzusetzen. Only with all the experience that we've gone through in the West. Nur dass eine ganz andere Erfahrungsreichtum jetzt herangetragen wird an dieses Thema, hier, besonders hier im Westen. And this has a more powerful explanatory effect for gay people
if it is preached to them correctly. Und wenn das Evangelium auf richtige Art und Weise, auf ganzheitliche Weise gepredigt wird, dann ist die Erklärungen für die LGBTQ Community sind ganzheitlicher. And so the challenge for us is to do just that. Und die Herausforderung an uns Christen ist, dass wir das Evangelium auf diese Weise kommunizieren. And so in this session I want to talk a little bit about times where I feel Christians did this well with me. Und ich möchte in dieser Session ein wenig darüber sprechen, über die Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass Christen das auf gute Weise mir erklärt haben. So the first example is for me at a church in the second year of being a Christian. Also in meinem zweiten Jahr, nachdem ich Christ geworden war, war ich in einer Kirche. And I had accepted the Christian sexual ethic that there is no sex before marriage. Und ich habe diese christliche Ethik akzeptiert, dass man vor der Ehe keinen Sex haben sollte. This was already a long way to go from before. Und für mich das anzuerkennen, das war schon ein großer Schritt. This was already pretty radical for me in terms of a change. Das war eine ziemlich radikale Aussage für mich. You could just stop there. Also hier könnte man schon einen Punkt machen. For in terms of the cultural change that I went through. Also wenn man sich vorstellt den kulturellen Wandel, durch den ich gegangen bin. So I was already kind of stressed out by this. Also diese Tatsache allein, die hat mich schon furchtbar unter Druck gesetzt. But that was the conviction of the Holy Spirit. Aber das war tatsächlich die Überzeugung, der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. But I wasn't ready for the Holy Spirit to touch anything else. Aber ich war noch nicht bereit, dass der Heilige Geist seinen Finger noch auf andere Bereiche meines Lebens legen durfte. For a few years. Also damit klarzukommen mit dieser Tatsache, das war erstmal genug für die nächsten Jahre. And so I had a boyfriend. Also ich hatte einen Freund. Because you know, if you don't have a romantic partner, then you can't be whole. Weil meine Vorstellung war, naja, wenn man keinen Partner hat, also in dieser der romantischen Natur, dann ist man ja kein richtiger Mensch. And both the church and the world told me that. Und es ist sowohl die Gemeinde, die Kirche gewesen, die mir das kommuniziert hat, als die Welt. So I need a boyfriend. Also brauche ich einen Freund. And we need to get married. Und wir müssen uns, wir müssen verheiratet werden. Otherwise we can't have sex. Weil sonst können wir ja keinen Sex haben. And then I can't have the relationship that will make me whole. Und dann kann ich ja auch nicht die Beziehung, könnte ich ja auch nicht die Beziehung haben, die mich als ganzer Mann sich fühlen lässt. And so I was one day just frustrated with the church. Und an einem dieser Tage war ich einfach frustriert mit der Kirche. Why would they not allow gay marriage? Warum würden die das nicht einfach mal erlauben, dass Homosexuelle heiraten können? I need to be faithful to Jesus. Ich muss Jesus treu sein. So they have to change now, otherwise I can't have this relationship. Also die müssen sich jetzt verändern in ihrer Meinung, weil sonst kann ich die Beziehung ja nicht haben, die ich haben will. And so my aunt and my mother were there with our coffees. Und meine Tante und meine Mutter, von denen ich euch schon erzählt habe, die saßen da mit ihren Kaffeetassen. A nice ham and cheese croissant. Und dann gab es noch ein schönes Schinken-Käse-Croissant. And already in the sermon I had been yelling at the pastor, telling him he's wrong. Und während der Predigt habe ich schon dem Pastor zugerufen, dass es alles nicht stimmt, was er da sagt. And that he was a misogynist. And that he was a what? Misogynist. I don't know what that means. Anti-feminist. Und dass er ein Anti-Feminist wäre. And so we're sitting there and I just kind of burst into tears. Und ich sitz da und mir war es einfach nur nach heulen. And I said to my aunt, I need to get married. Und ich habe zu meiner Tante gesagt, ich muss heiraten können. I can't keep sitting in this space of ambiguity. Ich kann hier nicht bleiben an diesem Ort, wo es mich innerlich zerreißt. Either your church allows me to get married or I don't know if I can stay here. Also wenn deine Kirche nicht umdenkt und mir erlaubt zu heiraten, dann weiß ich nicht, ob ich es hier länger aushalte. But it really annoys me because the Holy Spirit's presence is stronger here than at the liberal church. Aber was mich wirklich geärgert hat zu dem Zeitpunkt, ich ging in zwei verschiedene Gemeinden, eine liberale und diese Pfingstgemeinde, ich habe immer gespürt, der Heilige Geist ist hier stärker als in der anderen Gemeinde. And I can't work this out. Und das kriege ich nicht überein. So I want to come here, but I want to get married. Also ich will hierher kommen, wo der Heilige Geist ist, aber ich will auch heiraten. I don't want to go with those liberals. Ich möchte nicht in die liberale Kirche, wo man mir das erlauben They würde. They don't even believe the Bible really. Die glauben noch nicht mal wirklich an die Bibel. They're like Karl Barth, Karl Barth, Karl Barth. Die sprechen den ganzen Tag nur von diesem Theologen Karl Barth. And I'm like Bible, Bible, Bible. Und in meinem Herzen war Bibel, Bibel, Bibel. And actually Karl Barth would want us to say Bible, Bible, Bible. Und eigentlich der Theologe Karl Barth über
den die so toll fanden, der würde ja eigentlich auch sagen Bibel, Bibel, Bibel. Anyway, this so I'm frustrated. Also ich bin richtig frustriert in mir drin. And it was so important that in this moment I had my aunt and my mother. Und in dem Moment war es wichtig, meine Tante und meine Mutter an meiner Seite zu haben. Because my fear is that probably most of the church members wouldn't really know how to deal with this. Weil ich mir im Klaren war, in dieser konservativen Gemeinde würden die meisten Gemeindemitglieder wahrscheinlich keine Ahnung haben, wie sie mit jemandem wie mir umgehen sollten. And I'm very blessed that I had my mom and my aunt. Und es ist für mich ein echten Segen, meine Mama und meine Tante gehabt zu haben. Because many gay people have come to this point in the church and haven't had that. Weil viele Homosexuelle, die in der Kirche in einem Gottesdienst saßen, an den gleichen Punkt kamen, die hatten nicht diesen Beistand wie ich. As fabulous as I am, actually the reason I am here is mainly because of them. So großartig wie ich sowieso bin, der Grund, warum ich hier stehe und zu euch spreche, hat viel mit den beiden zu tun. And it is obviously ultimately because of Jesus. Und natürlich am Ende wegen Jesus. And in this moment my aunt leant over to me. Und in dem Moment hat sich meine Tante so zu mir rübergelehnt. And she said, David, I can see how hard this situation is. Und sie sagte einfach nur, David, ich kann sehen und dir abspüren, wie hart das für dich ist. But what I want for you is for you to listen to the Holy Spirit. Aber das, was ich möchte, dass du es tust, ist einfach auf den Heiligen Geist zu hören. And for me to believe the Bible is so much easier in this area than for you. Und in diesem ganzen Bereich sexuelle Ethik ist es für mich viel einfacher, die Bibel, der Bibel zu glauben, als ich weiß, dass es für dich ist. I would never hold this over you. Ich werde das dir niemals über den Kopf schlagen. But all I want for you is to listen to the Holy Spirit. Aber was ich mir wünsche für dich ist, dass du auf den Heiligen Geist hörst. Because this will bring you true joy and true flourishing. Weil das wird dir wirkliches Aufblühen und wahre Freude schenken. And David, I will never disagree with the scripture. Und David, ich kann nicht einfach der Schrift widersprechen um deinetwillen. Because the Holy Spirit will never disagree with the scripture. Weil der Heilige Geist, der wird niemals etwas sagen, was gegen die Schrift steht. But that is so much easier for me in this instance than it is for you. Aber ich erkenne an, dass es genau in diesem Fall so viel einfacher für mich ist, das zu sagen, als es für dich ist. And as much time as you need, take it. Und ganz egal, wie viel Zeit du brauchst, nimm dir diese Zeit. But the one thing I ask is put the Holy Spirit above every other voice. Aber die eine Sache, die ich dich bitte, ist, dass du den Heiligen Geist als die lauteste Stimme in deinem Leben zulässt. And please never say that your voice is the Holy Spirit's voice. Und bitte verwechsel niemals deine Stimme mit der Stimme des Heiligen Geistes und dass du einfach sagst, was du willst, ist das, was der Heilige Geist sagt. But really let him speak to you. Aber lass ihn wirklich zu dir sprechen. And then it will be good. Und dann wird es gut sein. And then it will bring you life. Und dann wird es dir Leben bringen. And then you will be free. Und dann wirst du frei sein. But David, if I try to do the job of the Holy Spirit for him. Aber ich erkenne an, David, wenn ich versuche, die Heilige Geist in deinem Leben zu sein. My fear is that it won't. Meine Angst ist, dass es nicht klappen wird. And this was a fascinating thing for my aunt to say. Und für meine Tante war das eine faszinierende Sache. Es war faszinierend, dass meine Tante so etwas sagen würde. She understood from her own human struggles. Sie ist ausgegangen von ihren eigenen menschlichen Kämpfen. That the true changes that came from that changed her life from Christ. Dass ihrer eigenen Erfahrung nach, dass die wirklichen Veränderungen in ihrem Leben durch Christus. They had to come from the Holy Spirit. Die mussten aus dem Heiligen Geist geboren sein. And so she said to me, David, I know you have a boyfriend. Und dann sagte sie zu mir, David, ich weiß, du hast einen Freund. And I know that you want to stay with him. Und ich weiß auch, dass du eigentlich mit ihm zusammenbleiben möchtest. And I know he's kind of just a nominal Catholic. Und ich weiß auch, der ist nur ein nomineller Katholik. So he just ticks the box of Christian for you. Also für dich bedeutet es einfach, einen Haken im Kopf machen zu können. Also ich habe einen Christen. Which is an option that a lot of Christians go for. Und das ist übrigens was, was viele Christen machen. But she said to me, even if you choose to go with him, I will love you and support you. Und dann hat sie zu mir gesagt, und selbst wenn du dich entscheiden solltest, weiter mit ihm zusammen zu bleiben, dann entscheide ich mich, dich weiter zu lieben und dich zu unterstützen. I won't reject you. Ich werde dich nicht ablehnen. And nor will God. Und Gott wird es auch nicht tun. But you won't be allowed in leadership. Aber du wirst keine Leiterschaftsposition innehaben können. Because you are living in a way that
doesn't align with scripture. Weil du auf eine Art und Weise lebst, die nicht mit der Schrift übereinstimmt. And what was so strange in this moment is because she loved me. Und was so seltsam war in diesem Moment, weil sie mich liebte. I felt loved by her not compromising the truth. Da war die Tatsache, dass sie nicht bereit war, mit der Wahrheit Kompromisse zu machen, für mich ein Zeichen ihrer Liebe. I was partially angry. Ein Teil von mir war ärgerlich. But not at her. Aber nicht wirklich über sie. Because I got the sense that she was giving me the best thing she could give me. Weil ich tatsächlich mit dem Gefühl wegging, dass sie mir das Beste gab, was sie mir geben konnte. And she wasn't giving me the easy answer. Sie hat mir keine einfache Antwort gegeben. And I think this is actually very vital as a practical point. Und das ist, glaube ich, eine wirkliche Schlüsselerkenntnis als einen praktischen Punkt, den man wegnehmen kann. Of having that conversation in a way where you don't presume you know what it's like. Man hat ein Gespräch also auf eine Art und Weise, wo man kommuniziert, ich maße mir nicht an zu behaupten, dass ich weiß, wie es dir geht. But where you point forward to a way that is Christ-centered and Holy Spirit-based. Aber du trotzdem auf einen Weg hinweist, der vorwärts gerichtet ist, der Christus-zentriert ist und vom Heiligen Geist durchdrungen. And because she had an authority in my life as my aunt. Und weil sie eine natürliche Autorität in meinem Leben war als meine Tante. And I knew she loved me. Und weil ich wusste, dass sie mich liebt. I listened to her. War ich bereit, ihr zuzuhören. And so I made a pact with myself. Und so habe ich einen Bund with yourself, yeah, mit mir selbst geschlossen. That I will never do anything that distances me from the Holy Spirit. Dass ich niemals in meinem Leben etwas tun möchte, was zwischen mich und den Heiligen Geist Distanz bringt. I don't know about gay marriage. Ich weiß nicht. I thought to myself. Ich weiß nicht, dachte ich damals, Heirat zwischen Homosexuellen. But if it gets between me and the Holy Spirit, it's gone. Aber wenn das Ding zwischen mich und den Heiligen Geist kommt, dann werde ich es loslassen. And actually, if my money and the way I spend it gets between me and the Holy Spirit, it's gone. Ach ja, und übrigens, wenn die Art und Weise, wie ich mein Geld ausgebe, zwischen mich und den Heiligen Geist kommt, dann werde ich das loslassen. And actually, the direction of my life, if I want to go a certain direction and it gets in the way of me and the Holy Spirit, it's gone. Und ganz grundsätzlich, die Richtung, die ich mit meinem Leben einschlagen möchte, wenn es zwischen mir und dem Heiligen Geist stehen sollte, dann werde ich das loslassen. And something about the way my aunt empathized with me unlocked this process. Und eine Art und Weise, wie meine Tante mit mir Empathie hatte und sensibel für meine Bedürfnisse waren, hat das in mir bestätigt. And so I was in the car with my boyfriend. Also saß ich da im Auto mit meinem Freund. Very attractive German Lebanese guy. Ein in meinen Augen super attraktiver Mann, Libanese und Deutsch zugleich. And I wanted to kiss him. Und ich wollte ihn küssen. And so I was torn because I wanted to kiss him. Und dann war ich innerlich zerrissen, weil ich wollte ihn küssen. But instead the Holy Spirit was giving me a word for him. Aber anstattdessen hat der Heilige Geist mir ein Wort für ihn gegeben. Excuse me, Holy Spirit, like I want to kiss him. Entschuldigung, Heiliger Geist, ich will ihn eigentlich lieber küssen. But the Holy Spirit was like, you need to say this to him. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, nein, du musst ihm das jetzt sagen. And you know the kissing thing? Maybe not. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, weißt du, die Sache mit dem Küssen lieber nicht. Very gentle with me. Sanft. But I knew the Holy Spirit did not want that. Aber ich wusste, der Heilige Geist will nicht, dass ich das mache. And so I said, well, you made a pact with yourself. Whatever the Holy Spirit says, you do it. If it gets between you and the Holy Spirit, it's gone. Also habe ich mich selbst ins Gebet genommen. David, du weißt, du hast einen Bund mit dem Heiligen Geist geschlossen. Wenn irgendwas zwischen uns kommt, dann lässt du es los. And so I didn't kiss him. Also habe ich ihn nicht geküsst. And I gave him this word. Und ich habe ihm das Wort weitergegeben. And it was about an experience that he had had that meant in his heart there was much anger. Und es ging irgendwie in die Richtung, dass er eine Erfahrung in seinem Leben hatte und dass dadurch sehr viel Bitterkeit und Ärger in seinem Herzen war. And I could actually feel that this was keeping him from God. Und ich konnte spüren innerlich, dass es das war, was ihn eigentlich von Gott fernhielt. That this was getting in the way between him and the Holy Spirit. Dass das etwas war, was zwischen ihm und dem Heiligen Geist stand. And he had said to me, the reason I want to be in a relationship with you is because I really like you, but also I'm amazed that you're a born again Christian. Und tatsächlich hat er zu mir gesagt, der Grund, warum ich mit dir in einer Beziehung sein will, ist, weil ich dich natürlich sehr mag, aber weil du ein wiedergeborener Christ bist. And all the other guys in the gay world just want sex.
Und all die anderen in der homosexuellen Welt, die anderen Typen, die wollen eigentlich immer nur Sex. But with you I feel safe because you want to love me. Aber bei dir fühle ich mich sicher, weil du mich lieben willst. And I want to love you. Und das möchte ich auch. And what was so ironic about this experience? Und was so bizarr war in diesem Moment? Is that by denying myself the kiss? Mir selbst diesen Kuss vorzuenthalten. I was receiving the love I had always been looking for. War das, was mir in diesem Moment möglich machte, die Liebe zu empfangen, nach der ich eigentlich schon immer Ausschau gehalten hatte. That I wanted to love him and him to love me. And actually by saying no to the kiss, I was loving him. Ich wollte, dass er mich liebt und ich wollte ihn lieben, aber dadurch, dass ich zum Kuss Nein sagte, ich eine Art der Liebe ihm gegenüber demonstrierte, die tiefer war. And I was able to focus on the word the Holy Spirit had for him. Und ich konnte mich auf das Wort konzentrieren, das der Heilige Geist für ihn hatte. And not my will. Und nicht mein Bedürfnis. And this actually happened later in my life. I met back up with him as a Christian. Und dann später in meinem Leben habe ich ihn tatsächlich wieder getroffen als Christ. And I was angry with the Christian world. Und das war ein Moment, in dem ich gerade ärgerlich war und sauer über die christliche Welt. I had chosen to be celibate. Ich hatte ja entschieden, dass ich enthaltsam leben möchte. But my friends had let me down. Aber meine Freunde, die haben mich irgendwie im Stich gelassen. They had all worshipped marriage. Ja, die haben alle die Ehe hochgehalten. They had trivialized what I was going through. Und die persönlichen Erfahrungen, die ich machte, die haben sie irgendwie als nicht so substanziell angesehen. They didn't have the love of my mom and my aunt. Sie haben auch nicht die Liebe gehabt, muss ich sagen, wie ich durch meine Mutter und Tante. And so I said to God, I want some intimacy. Und ich habe zu Gott gesagt, ich brauche auch Intimität. And I'm gonna have it on my terms. Und ich werde es auf meine Art und Weise kriegen. And I know it's wrong. Ich weiß, es ist falsch. Don't care. Aber es ist mir egal. And you can deal with it. I'm not saying you're not gonna be in it. I'm not banning you from it. But I'm gonna go have it. Ich werde es tun. Ich bin mir nicht sicher, ob du da drin bist, aber ich werde es tun. And you may come to that place yourself with God sometimes. Und manchmal in anderen Lebensabschnitten oder Situationen kommst du an ähnliche Punkte mit Gott. The important thing is to invite him into it. Das Wichtige ist, dass du dann eben Gott wieder da hinein einlädst. Even when you're angry. Selbst wenn du sauer und ärgerlich bist. That God has let you down. Dass du empfindest, dass Gott dich im Stich gelassen hat. That the church has let you down. Oder die Kirche. And so I met up with him and we bought hundreds of dollars of sushi. Also, wir haben uns getroffen und wir haben wirklich für hunderte von Dollars Sushi gekauft. And a wonderful white wine. Und einen tollen Weißwein. And I'm sitting in his million-dollar apartment. Und ich sitze da in seinem Apartment, das bestimmt eine Million gekostet hat. And I'm thinking, this is the life. Und dann habe ich gedacht, so muss das Leben aussehen. And so we're sitting on the couch and then slowly but surely I tried to kiss him again. Und dann saßen wir da auf der Couch und nach wollte ich ihn wieder küssen. And he stops me. Und dann stoppt er mich. And he looks at me in the face. Und er schaut mir ins Gesicht. He says, I know you're a Christian. Und er sagt, ich weiß, du bist Christ. I would never let you do this. Ich werde dir niemals erlauben, das jetzt zu tun. Because I love you, David. Weil ich dich liebe, David. And it's like Jesus was staring at me from his eyes. Und es war mir, wie wenn Jesus mich mit feurigen Augen anstarrt. And in the denial of the kiss, und in dieser Verneinung des Kusses, I received the love that I was looking for. Habe ich diesen Liebesflash bekommen, nachdem ich mich gesehnt habe. In my friends at church, and in the people that had failed me and hurt me, and I was actually healed that night. Und das konnte mich vergessen lassen, wie meine Freunde mich im Stich gelassen haben und auch Menschen in der Kirche. Und es hat mich an dem Abend geheilt. And I think one of the things that's really important to understand about the gay community. Eine der Dinge, die wirklich sehr wichtig sind, die man über die homosexuellen Bewegung verstehen muss, is that God is working in their experience. Ist, dass Gott innerhalb ihres Erfahrungshorizonts an der Arbeit ist. That God can love them in their experiences. Dass Gott selbst in ihrer Erfahrungswelt sie lieben kann. Just like he does with you. Genauso wie er das bei uns und bei euch tut. And that he will lead them into the faithfulness. Und dass er sie hintreibt zur Treue. But I think it was so important that my aunt said to me, just put the Holy Spirit first. Aber das war so ein Schlüsselsatz, den meine Tante zu mir sagte,
Lass dem Heiligen Geist die Oberhand in allem. And everything will work out. Und dann wird sich alles von alleine klären. Even when you fall. Selbst wenn du hinfällst. Even when you're weak. Selbst wenn du schwach bist. God will keep you in his righteousness. Dann wird Gott dich trotzdem in seiner Gerechtigkeit erhalten. So that's my first point, and it's a hard point to summarize in one like little sentence. Also das ist mein erster Punkt, und es ist unglaublich schwer, das jetzt in einem einzigen Satz zusammenzufassen. It's a personal reality. Es ist eine persönliche Realität für mich. So I'm going to now transform from that story, which I think will help you understand LGBTQI people's experience. Also von dieser Geschichte, die euch vielleicht die die Realität der LGBTQ Community aufzeigt, möchte ich jetzt weitermachen mit. And how God works in it. Wie Gott in dieser Community am Werk ist und was genau er tut. To some practical points that I think each church needs to have to be a welcoming space for LGBTQI plus people. Also hier kommt jetzt das Teaching darüber, was sind so ein paar ganz praktische Punkte, die jede Kirche auf dem Schirm haben soll, wenn sie der LGBTQ Community auf angemessene Weise begegnen möchte. So the first one is that I think every church needs to have some kind of discussion group. Also, das erste ist, ich glaube, jede Gemeinde, jede Kirche sollte eine Art Diskussionsgruppe, Runde haben. So at my old church there was a discussion group for parents who had LGBTQIA plus kids. Also in meiner Kirche zum Beispiel, da war es so, dass es eine Art Runde gab, Diskussionsrunde für Eltern, deren Kinder der LGBTQ-Bewegung nahestanden. And so my mom led that group or helped to lead that group. Also meine Mama hat sich da engagiert, diese Gruppe mitzuleiten. And there were many parents who remained Christians because they had a space to process their experience with their child. Und es war tatsächlich so, dass viele Eltern aus dem Grund Christen blieben, weil sie irgendwie den Raum fanden in dieser Gruppe, über ihre Erfahrungen zu sprechen. It also meant the pastor could have a break. Es hat auch bedeutet, dass der Pastor nicht alle Seelsorgefälle betreuen musste. You should try to give your pastor a break as much as you can. Pastoren und geistliche Leiter brauchen Pause und so viel wie es geht. So he can be or she can be praying. Dass sie sich aufs Gebet konzentrieren können. Because they're paid to do that. Weil dafür bezahlt man sie. Oh. But I do think it's important for the pastoral team of the church to be part of these kinds of groups too, or to drop in and just get an update, like what have you been discussing, what's happening, that they're aware of their church and what is being discussed. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Leute, die in pastoralen Funktionen in der Gemeinde arbeiten, wissen, was in diesen Gruppen besprochen wird, einzelne Leute dann auch mal dabei sind, um einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Because sometimes those groups can veer off into a bit of a strange direction. Sonst können diese Gruppen auch sich verselbstständigen auf eine Art und Weise, dass es ungesund wird. And it's helpful to have some pastoral checking in with the group. Und es ist deswegen wichtig, dass Menschen mit pastoralem Auftrag auch immer wieder andocken an diesen Gruppen. I also think these groups should be made of people who are generally committed to the church's vision and that will be wanting to give themselves to it. Und es ist aber auch wichtig, dass die Mitglieder dieser Gruppe Leute sind, die grundsätzlich an die Vision und an die Gemeinschaft der Kirche hingegeben sind. So that the church can work out its actions and conscience on the question and how it should be worked out pastorally. Dass es einen Andockpunkt gibt, wenn die Kirche dabei ist, ihre Position und wie sie handeln möchten, wenn sie das festlegen. And it may be good to have a separate group for people that don't share the church's views but are wrestling. Und wenn es dann andere Leute gibt, die sich nicht unbedingt mit der Kirche identifizieren, aber mit der gleichen Thematik am Kämpfen sind, dann kann es für die vielleicht eine separate Gruppe geben. Because having the two together all the time can sometimes cause fighting. Weil wenn beide, einmal die, die sich mit der Kirche identifizieren und die anderen, die es nicht tun, wenn die in der gleichen Gruppe sind, dann kann es zu sehr viel Streitigkeiten und Diskussionen kommen. And to know that in one group there will be diverse views. Und dann in der einen Gruppe gibt es ganz unterschiedliche Positionen. But an open conversation centered on Jesus. And in the other group it will be we agree on what we ultimately think, but we're struggling with it.
Ja, und in der einen Gruppe ist es dann so, dass es unterschiedliche Positionen gibt, die man schon auch versucht, mit Jesus irgendwie zu klären. Aber in der anderen Gruppe ist es so, dass wir sagen, wir haben ein gemeinsames Fundament, dem wir uns alle verpflichtet wissen. Und auf dieser Basis, selbst wenn es schwierig ist, diskutieren wir. The second thing I think is really important is testimonies. Die zweite Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, sind Zeugnisse und Lebensberichte. I think as a Christian anyway to tell your testimony is a deeply important thing. Als Christ sowieso dein persönliches Erfahrungen mit Jesus zu teilen ist eine sehr wichtige Sache. But for the church to see that if there is a testimony of someone who's LGBTQI who has adopted Jesus's way, that this is a treasure. Aber für die Kirche insgesamt ist es ein wirklicher Schatz, dass wenn es eine Person gibt, die aus der LGBTQ-Community kommt und den Weg von Jesus für sich angenommen hat, das zu hören, ist ein Schatz. I think stories are definitely better than just preaching on the topic. Ich glaube, tick off the box church issue. Like, ich glaube, Geschichten zu hören ist auf jeden Fall der bessere Weg, als einfach nur über das Thema zu predigen und dann innerlich einen Haken zu machen. Das haben wir auch mal irgendwann behandelt. I think that it within testimony is the wisdom of experience. Ich glaube auch, dass in Lebensberichten die Weisheit von persönlicher Erfahrung enthalten ist. That helps us better live out the biblical truth. Das hilft uns dann dabei, auf bessere Art und Weise biblische Wahrheit auszuleben. So for me, listening to the testimony of my friend Jeanette. Also wenn ich an meinen Freund, meine Freundin, she's a woman, right? Yeah, yeah, Jeanette. Wenn ich an meine Freundin Jeanette denke, who came out, who faced her sexuality in the 1980s. Die sich in den 1980er Jahren mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigte. Who says, I don't want to identify as gay at all. Die damals zu dem Schluss kam, ich möchte in keinerlei Weise als homosexuell gelten oder mich damit identifizieren. Because for me it meant this very painful thing. Weil der Begriff für mich so vorbelastet ist. For me to hear her experience was very important for me to do what I'm doing now in a better way. Ihre Erfahrung zu hören und zu kennen hat mir geholfen, das, was ich heute mit meinem Leben tue, auf bessere Art und Weise zu tun. And I think sometimes we like to make our experience ultimate. Und die Gefahr darin besteht, dass wir unsere Erfahrung als die ultimative Realität darstellen. But it's in the common experience of the church that we can apply the truth better. Aber wenn wir Erfahrungen aus dem Kollektiv zusammentragen, dann können wir die Wahrheit besser anwenden. I was just speaking to a young girl here. Ich habe hier während der Zeit in Karlsruhe mich mit einem jungen Mädchen unterhalten. We were discussing how there are some people who want to be with a same-sex partner. Und wir haben darüber diskutiert, dass es Menschen gibt, die möchten mit einer gleichgeschlechtlichen Person als zusammenkommen. Because of an experience of abuse with an opposite sex person. Weil sie irgendwann in ihrem Leben eine Erfahrung mit Missbrauch durch jemand des anderen Geschlechts gemacht haben. And that this is not necessarily, they're not necessarily actually gay. Und das bedeutet im Kern, dass sie nicht notwendigerweise homosexuell sind. Or lesbian in their innate orientation. Oder irgendwie lesbisch von ihrer Grundauforientierung. But because of this painful experience, want to be with a same-sex partner. Aber diese schmerzhafte Erfahrung hat sie dazu gebracht, eher gleichgeschlechtliche Beziehungen zu suchen. And that this can be an experience for some people. Das ist eine mögliche Erfahrung für manche Menschen. But that it's different to being gay. Aber das ist etwas anderes wie jemand, der tatsächlich homosexuell ist. And does require a healing process of forgiving the person of receiving God's presence in that suffering. Und was dann angebracht ist, dass diese Person erlebt, wie sie vergeben kann und Gottes Heilung erfährt. And so I think we can often say, oh, well, David's come and he said that he's a celibate gay Christian. Also was passieren kann, ist, dass jemand denkt, David kam und hat gesagt, ich bin ein homosexueller, enthaltsam lebender Christ. And so this is the only way we can see the issue. Und das ist die einzige Linse, durch die wir die Angelegenheit betrachten können. But human experience is so broad. Aber die menschliche Erfahrungswelt ist so weit gefasst. And so we need different testimonies. Also wir brauchen unterschiedliche Lebensberichte. And within those testimonies will be valuable wisdom
for how we apply the Bible. Und in diesen unterschiedlichen Lebensberichten, da ist wertvolle Weisheit enthalten, wie genau wir die Bibel auf dieses Thema anwenden. The third thing I think is very important is that we understand family differently. Das dritte, was sehr wichtig ist, ist, dass wir den Begriff Familie redefinieren oder anders verstehen. We must demote the nuclear family. Wir müssen ein Stück weit die the original family, wir müssen ein Stück weit die Kernfamilie in ihrer Funktion ein wenig herabsetzen, without undermining its value, ohne dass dabei der Wert verloren geht, and emphasize the broader idea of family in the Bible, und müssen die biblische weitergefasste Idee von Familie betonen. Even in the patriarchal times of the Old Testament, also selbst in diesen patriarchischen Zeiten des Alten Testaments, the family was broader, war die Familie immer vielfältiger, größer, weiter. It involved all sorts of different people. Alle möglichen Menschen gehörten mit zum Haushalt, zur Familie. Adopted from other cultures sometimes. Manchmal sogar Menschen, die aus anderen Kulturen adoptiert worden sind. And everyone together shared one identity. Und alle gemeinsam haben dann eine Identität miteinander geteilt. Whereas in the modern time we have a terrible understanding of family. Aber jetzt in der modernen Zeit haben wir ein furchtbares Bild von Familie. The vision of Jesus with the church, when Jesus says to Mary, "Here is your son," basically creates a family between John and Mary at the cross. Als Jesus am Kreuz stirbt und er zu Johannes sagt, "Siehe deine Mutter," schafft Jesus eine neue Familie. Is the beginning of a spirit-based family that should be more important in some way than even our biological family. Wir sehen in diesem Moment den Beginn der spirituellen Familie, der geistlichen Familie, der von der Rangfolge höher stehen sollte als selbst die natürliche Familie. It's not to say your biological family isn't important. Und es geht dabei nicht darum zu sagen, dass die biologische Familie unwichtig wäre. But Jesus had this experience with his mother where he said, "Woman, these are my mothers, my brothers, my sisters, those who do the will of God." Aber es gibt tatsächlich diesen Moment im Evangelium, als Maria und die Brüder von Jesus zu ihm kommen und Jesus zu ihr sagt, Mutter, die mir hier gerade zuhören, meiner Lehre zuhören, das ist meine Familie. So if we renew our mind to see this bigger family, also wenn wir unsere Gedanken dahingehend erneuern, dass wir diese größere, breitere Familie wahrnehmen, then I won't need to have my mother and my aunt in the church. Dann muss ich tatsächlich gar nicht eine Mutter und eine Tante in der Kirche haben wie ich. My positive experience won't be dependent on having my biological family there. Die positiven Erfahrungen, die ich brauche, sind nicht abhängig davon, ob ich sie von meiner natürlichen Familie erhalte. Because there will be people who are gay or come from other faiths or have to give up great things to follow Jesus. Weil es gibt ja tatsächlich Leute, die aus anderen Religionen hinüberwechseln ins Christentum oder homosexuell sind. And if we are not this family, then they won't have this positive experience. Also wenn wir diese Familie für sie nicht werden, dann werden sie diese positive Erfahrung auch nicht machen. And I think this broader view of family comes from the Holy Spirit. Und ich glaube, diese weitergefasste Sicht von Familie, die wird durch den Heiligen Geist initiiert. And the nuclear family needs the broader family of God anyway. Und die Kernfamilie braucht sowieso die breitere, weitere Familie Gottes. Or it becomes closed in on itself and selfish. Oder sie wird nur nach innen gerichtet und in gewisser Weise egoistisch. And single people become closed in on themselves and selfish. Und Singles werden natürlich dann auch betreiben Nabelschau und werden egoistisch. So that is, I think, a very important part of where the church needs to make changes. Das ist ein sehr wichtiger Teil, bei dem die Gemeinde Veränderung zulassen muss. The fourth point is things are already happening with this question. Und die vierte Sache ist, da ist auch einiges schon am Laufen. And so often there are groups that need church support. What do you say is the fourth point? The fourth point is that there are already things happening. Also der vierte Punkt in sich selbst ist, Dinge passieren schon. So in the United Kingdom, for instance, there is a group called Living Out. Also es gibt in Großbritannien zum Beispiel eine Gruppe, die nennt sich Living Out, es ausleben. That has many resources on this question. Sie haben viele, viele Materialien, die sie bereitstellen zu all diesen Fragen, die wir hier behandeln. That is walking the path of truth and grace.
wo es dann darum geht, eben diese zwei Dinge, von denen wir gestern gesprochen haben, Wahrheit und Gnade übereinzubringen. And so for your local church to get involved or reach out to that organization. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine englischsprachige Organisation, wo ihr euch als Gemeinde informieren könnt. And to say, we don't actually want you to exist. To translate, I'll explain. We don't want you to exist. Who says that? The church. Und wenn die Kirche sagt, wir wollen eigentlich nicht, dass es euch gibt. Because we should be doing this work. Also es geht darum, dass die Kirche eigentlich sagen würde, es wäre gut, wenn es euch als Organisation nicht gäbe, weil wir machen die Arbeit. So help us put you out of business. Also bitte helft uns als Organisation, dass wir dafür sorgen können, dass es euch nicht mehr braucht. We as the local church want to learn better how to do this ourselves. Wir als Lokalgemeinden wollen besser wollen besser darin werden, wie wir der Bewegung begegnen können. We don't want these parachurch organizations. Wir wollen nicht, dass es lauter Organisationen geben muss, die das Thema übernehmen. As much as we are glad that you exist and support you. So dankbar wir auch sind, dass es euch gibt und euch unterstützen. I want to support you as much as we can. Wir wollen euch unterstützen, so sehr wir es können. Until you're not needed anymore. Bis es euch nicht mehr braucht. And I think this is so important because what happens is a lot of gay people feel the pressure to have to be the solution. Und das braucht es wirklich, weil viele homosexuelle Menschen empfinden, dass sie selbst die Lösung sein müssen. And they have to go and create a parachurch organization to protect themselves from the local church. Und es, in ihrem Kopf sieht es so aus, dass sie das Gefühl haben, wir müssen eine Parachurch-Organisation, eine Organisation für die Kirche schaffen, um uns im Kern eigentlich vor der Anfeindung durch die Kirche zu bewahren. And these are the very people that are embodying the orthodox biblical ethic the church is teaching. Und das sind eigentlich Menschen, die genau diese Wahrheit, die die Kirche auch lehrt, verkörpern. And yet they are afraid of the church. Und trotzdem haben sie Angst vor der Kirche. This is a terrible issue. Das ist eine furchtbare Situation. The church needs to take responsibility and welcome them in. Die Kirche muss Verantwortung übernehmen und diese Leute in ihren Reihen willkommen heißen. There is another conference called Revoice in the United States. Es gibt eine weitere Konferenz in Amerika, die nennt sich Revoice. Of celibate gay Christians. Und sie ist organisiert von enthaltsam lebenden homosexuellen Christen. Or Side B Christians. Oder wie ich den Begriff gestern benutzt habe, Seite B. And the conservative Christian world has spent more time persecuting them than the progressive gay Christians. Und die christliche Kirche, die konservative christliche Kirche, hat mehr Energie darauf aufgewendet, diese Christen, die enthaltsam leben, in die Mangel zu nehmen, als die, die sich für Partnerschaft und Ehe einsetzen. Picking at every little thing they can. Und sie suchen in ihrer Theologie jedes kleine Detail, an dem man noch rummäkeln kann. And Jesus says to these Christians, und Jesus sagt diesen Christen, you sons of hell, er sagt, ihr Söhne der Hölle, you put twice the burden on their shoulders. Ihr packt die doppelte Last auf ihre Schulter. And you do nothing to lift it. Und ihr rührt keinen Finger, this is a hellish um ihnen reality. Zu helfen, es zu tragen. Das hellish. Ist eine höllische Realität. Matthäus 23. The church should be getting behind these people. Die Kirche sollte sich hinter diese Menschen stellen. Not saying that they get everything right all the time, maybe. Niemand verlangt von ihnen zu sagen, dass diese Leute in ihrer Theologie immer alles 100% akkurat richtig haben. Say maybe we don't agree on all the finer details. Man darf doch sagen, die finalen Details, die sehen wir anders. But we are cheering you on. Aber wir feuern euch an. If that response could happen, I would be so happy. Wenn das passieren würde, das würde mir so viel bedeuten. But that's not happening. Aber es passiert nicht. All the time. Und zumindest nicht immer. And so this is a really important point that the church gets behind the Christians that are actually living out the biblical ethic. Also ein ganz wichtiger Punkt, es ist wichtig, dass wir als Kirche uns hinter die Leute stellen, von denen wir sehen, dass sie die biblische Ethik, wie wir sie verstehen, auch ausleben. Fifth point is I think we need to have a resource center. Der fünfte Punkt, der wichtig ist, ich glaube, es braucht diese Art Resource Centers, Orte, wo geballtes Wissen sich sammelt. And this is similar to
The point about testimony. Und das hat ist ähnlich in der Natur wie mein Punkt darüber, dass wir eine Berichtekultur brauchen. Every book that is written will often have a element of truth that is really well expressed. Jedes Buch, das zu dem Thema verfasst wird, da gibt es meistens so ein Gold Nugget an Wahrheit, das gut ausgedrückt wird in diesem Buch. And so getting a wide range of resources. Und je mehr man dann eine größere Anzahl an Resources hat, having the books that you disagree with. Da gibt es dann auch die Bücher, mit denen man nicht einverstanden ist. Taking what you can out of the books that you disagree with to strengthen the church's position. Aber auch selbst aus diesen Büchern noch Details herauszufiltern, die man gut benutzen kann, um die Position der Gemeinde zu stärken. And to learn from these experiences. Aus den kollektiven Erfahrungen zu lernen. This is so important. Das ist so wichtig. Because then the church, when it speaks from the platform, weil wenn dann die Kirche sich von vorne äußert, will finally be heard by the people that disagree with it. Wird letztendlich dann auch gehört werden von den Leuten selbst, die nicht einverstanden sind mit ihren Schlussfolgerungen. And in that space, maybe they can come to a different conclusion and follow Jesus in the truth. Und in diesem geöffneten Raum können sie dann vielleicht auch ihre eigene Meinung ändern und Jesus in der Wahrheit nachfolgen. This brings me to my sixth point, which bringt mich zum sechsten Punkt. We need to be incarnational. Wir müssen in unserem Ansatz gegenüber den Menschen inkarnierend sein, so wie Jesus Fleisch angenommen hat, um Mensch zu werden, den Menschen nahe kommen. The way that God saved the world is that he didn't stay on his throne. Die Art und Weise, wie Gott die Welt gerettet hat, war die, dass er nicht auf seinem Thron sitzen blieb. But he came down in the form of a man. Aber er hat Fleisch angenommen und wurde Mensch. And became vulnerable. Und wurde verletzlich. And when his flesh was broken, the Holy Spirit was poured out. Und als sein Körper zerbrochen wurde, da wurde der Heilige Geist ausgegossen. The truth was made available to human beings again. Die Wahrheit wurde verfügbar gemacht für die Menschheit. And so just like when we read these books we disagree with, und auf die gleiche Art und Weise, wenn wir diese Bücher lesen, verfasst von Leuten, mit denen wir nicht mitkönnen in ihren Schlussfolgerungen, we are going into their experience, wir treten trotzdem ein in ihre Erfahrung, becoming vulnerable, wir werden dabei auch verletzlich, and then the Holy Spirit is poured out, und dann wird aber der Heilige Geist ausgegossen in der Verletzlichkeit. So this is the pattern of how we break down walls. Das ist die Art und Weise, wie man Mauern einreißt. Because Jesus tore down the wall between humanity and God. Weil was Jesus im Kern getan hat, ist, dass er die Mauer zwischen der Menschheit und Gott eingerissen hat. And made us one humanity again. Und er hat uns zu einer Menschheit gemacht. In peace with the Father. Zu einer neuen Menschheit, die im Frieden mit dem Vater lebt. And so in this more social relationship with LGBTQI people or people we disagree with. Und in dieser sozialen Komponente der Beziehung mit der LGBTQ Community oder Menschen, mit denen wir nicht die gleichen Erkenntnisse teilen. We need to have this incarnational pattern. Da brauchen wir diesen Fleischwerdungsansatz, wo wir uns in Schwachheit begeben und ihnen nahe kommen. And this brings me to my seventh point. Und das bringt mich zu meinem siebten Punkt. This is, I think, so exciting is that God is always on the move. Das, was mich begeistert, ist, dass Gott immer in Bewegung ist. That God will always be one step ahead of you, if not 1,000 steps ahead of you. Dass Gott immer schon einen Schritt weiter ist als wir, wenn nicht 1,000 Schritte sogar. And he's really so awesome. Und er ist wirklich großartig. And he really gets it. Und er hat wirklich Durchblick. And none of your wisdom is really as good as his wisdom. Und deine Weisheit ist nicht ansatzweise so gut wie deine Weisheit. And the word of God, infused by the grace of the Holy Spirit, und das Wort Gottes, durchdrungen vom Heiligen Geist, is always the answer. Ist immer die Antwort. At the end of the day. Im finaler Rückschau. You will always come back to the Bible. Du wirst immer wieder zurückkommen zur Bibel. Infused with the Holy Spirit. Durchdrungen vom Heiligen Geist. And you will see it afresh. Und du wirst es neu sehen können. And it will finally make sense of all of these experiences with the LGBTQI plus community. Und am Ende machen alle die Erfahrungen innerhalb der LGBTQ Community Sinn. So I'm going to end with a final story. Also möchte ich gerne mit einer letzten Geschichte enden.
When I was really frustrated with God in the fourth year of my faith, als ich wirklich frustriert war im vierten Jahr meines Christseins, said, "You have not revealed enough to me." Habe ich gesagt, du hast mir noch nicht genug offenbart. To make sense of why all of this is happening. Um mir wirklich stichhaltig zu erklären, warum all das in meinem Leben passiert. Why are you letting the church be torn apart by this issue? Warum lässt du es zu, dass die Kirche durch diese Angelegenheit zerrissen wird? You know, it really doesn't make my life very easy, God. Weißt du, das macht mein Leben nicht unbedingt einfacher. Why don't you just give an answer? Why don't you just speak? Warum gibst du nicht eine einfache Antwort? Warum redest du nicht einfach? Why don't you just settle it? Warum sorgst du nicht einfach dafür, dass die Dinge geklärt werden? Why don't we just have a pope who tells us everything and then we can get on with our lives? Warum gibt's da keinen Papst, der irgendwie die Dinge regelt und dann können wir mit dem Leben weitermachen? Silence the discussion. Sorg doch dafür, dass die Diskussion zur Ruhe kommt. And I will know I need to be celibate. Ich weiß, ich muss enthaltsam leben. Or I don't. Oh, tell me if or not. Yeah, like just sag mir doch, ob enthaltsam alleine der richtige Weg ist oder nicht. Kannst du dafür sorgen, dass es zu Ende kommt, diese Diskussion? I'm sick of all these perspectives. Es nervt mich, all diese Perspektiven zu kennen und zu hören. I don't want to go to theology school. Ich möchte auch nicht in irgendein Seminar, wo ich Theologie lerne. I just want to know what it is now. Ich will es einfach wissen und ich will es jetzt wissen. Silence. Stille. God! Speak to me. Gott spricht zu mir. Silence. Stille. And then many weeks later. Viele Wochen später. When I'd calmed down a bit. Als ich dann mich auch wieder ein bisschen beruhigt hatte. God spoke to me. Hat Gott zu mir gesprochen. He said, "David, there is a mystery that I have concealed." Er hat gesagt, David, es gibt da ein Geheimnis, das ich unter Verschluss halte. You know, David, I knew that the LGBTQI+ question would tear the church apart. Weißt du, David, ich wusste, dass diese LGBTQ-Frage die Kirche auseinanderreißen würde. And you know, I'm using it. Aber ich benutze das, to purify my church, um die Gemeinde zu reinigen, to make her who she truly is supposed to be, um sie mehr zu dem zu machen, was sie wirklich sein soll. And so I'm not gonna tell you why. Und ich werde dir nicht sagen, warum. And I'm not gonna reveal the mystery. Und ich werde auch nicht dieses unter Verschluss gehaltene Geheimnis lüften. Because it's revealed for the final day. Weil das ist etwas, was für den letzten Tag vorbehalten ist. And the faith you have in trusting me with it means so much to me, David. Und dieses Vertrauen, das du mir entgegenbringst, das bedeutet mir viel. Do you know the treasure it is to me? Weißt du, wie wertvoll mir das ist? That you would trust me with something this profound. Dass du mir mit so etwas wirklich Wichtigem vertraust. You know, David, this is like Abraham. Weißt du, David, das ist wie bei Abraham. You are giving me your Isaac. Du gibst mir deinen Isaak. But no, I always provide the ram. Aber erinnere dich daran, ich sorge immer für das Opfer. And I think what this question ultimately calls for is for all of us to give up our Isaac. Und wisst ihr, diese Frage, die sorgt dafür, dass wir alle uns darüber Gedanken machen müssen, unseren Isaak loszulassen. It calls us not just to say no to our idols. Es bedeutet nicht einfach nur Nein zu unseren Götzen zu sagen. But sometimes to the very gifts of God that we desire. Manchmal geht es sogar um die Gaben Gottes, nach denen wir uns sehen. The child of the promise. Dieses Kind der Verheißung. Isaac. Isaak. The very good thing you know you're called to. Diese gute Sache, von der du weißt, dass du dazu ihr berufen bist. And to give it to God. Und es trotzdem Gott abzugeben. And to receive it back again. Und dann ist es vielleicht auch wieder zu empfangen. And this is really what I think this question is all about. Und das ist im Kern meiner Meinung nach, worum es bei dieser Frage geht. It's about faith. Es geht um Glauben und Vertrauen. Because if we knew everything, denn wenn wir alles wüssten, and we had the answer, und alle Antworten hätten, then it wouldn't be faith. Dann wäre es kein Glaube mehr. So I want to encourage all the listeners and this you as Gospel Tribe and as this church. Ich möchte euch als Gospel Tribe und euch als Gemeinde und alle, die hier zuhören, to give up this Isaac. Ermutigen, euren persönlichen Isaak aufzugeben. And for us to see a new day dawn that really reaches the LGBTQIA+. Damit wir einen neuen Tag erleben können, der dafür sorgt, dass die LGBTQ Community wirklich erreicht wird. Thank you. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, wir werden jetzt noch mal eine Pause machen.
Ihr, die am Livestream seid, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind jetzt mit dem Teaching von David durch, möchten aber nochmal Fragen zulassen, die wir auch selber ein Stück weit vorbereitet haben, eure Fragen aber natürlich noch mit aufnehmen, und wir würden um 11:55 weitermachen und dann nochmal für eine halbe Stunde Fragen und Antworten machen und heute dann ein bisschen früher enden um 12:30 Uhr. Genießt eure Pause und dann geht es weiter. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr kurz zu mir kommen, ich schreibe es auf und dann habe ich die Fragen vom Livestream schon aufgeschrieben. Some,
before. I'm sorry, love. Something in my body turned to stone. Rigid bones. Baby, like, oh, how'd you do the thing?
nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them daylight. Like, girl, you so fine. Sublime, super fine, she was never lying, strutting in the heels or her slides, either way, eyes on her every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that confidence, was it heaven sent, does it come within, does it come run out, I don't know, she'll just have them running out and in, man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady, I don't understand why she is. I'm like, ihr Lieben, ich würde euch bitten, euch wieder hinzusetzen und langsam die Gespräche einzustellen, weil wir gleich wieder auf Sendung gehen möchten. Okay. Wir brauchen noch einen kleinen Moment. Wir sind immer live, höre ich gerade. Also dann möchten wir euch am Livestream auch nochmal ganz herzlich begrüßen zu dieser letzten finalen Session. Und wir haben für alle von euch, die ihr zuguckt, noch eine kleine Info. Und zwar, wenn ihr einfach bei YouTube eingeschaltet seid, dann haben wir nicht automatisch eure E-Mail, so wie das bei den Leuten ist, die hier im Raum sitzen. Wir möchten aber heute Mittag noch eine E-Mail verschicken, und zwar mit allen möglichen Links und auch PDFs, die irgendwie helfen, wenn man sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte. Das wird auch alles auf Deutsch sein. Wenn ihr gerne diese E-Mail kriegen möchtet, dann sendet doch kurz eine Nachricht an info@gospeltribe.de. info@gospeltribe.de. Da werden wir dann euch in den Verteiler mit aufnehmen heute Nachmittag und euch diese E-Mail auch zuschicken. Wenn ihr unseren Newsletter kriegen wollt, wir nehmen euch dann nicht automatisch auf, würden wir nie tun, dann müsst ihr einfach mal auf unsere Webseite gehen und da länger als 30 Sekunden verweilen, dann geht da ein Pop-up-Fenster auf, wo man sich für den Gospeltribe Newsletter eintragen kann, und da kriegt man dann auch weitere Infos dazu, wenn wir solche Events machen wie den hier heute mit dem David. So, jetzt freuen wir uns auf die letzte Session. Der Philipp hat wieder eure Fragen aus dem Chat genommen und auch eigene vorbereitet. Und so möchten wir die nächsten 30 Minuten den David nochmal löchern und sind gespannt auf seine Antworten. David, wir bitten dich, dass du auf die Bühne kommst und dass du nochmal zu uns sprichst. Please.
I still cannot understand German. I want to. Great. You cannot understand, but you can read, right? I can, yeah. Okay. Die erste Frage, die heute Morgen wir dir stellen möchten, David, ist folgende. The first question we want to ask you this morning is this. Ob das Zölibat die einzigste Form ist, wo ein homosexuell empfindender Christ so leben kann, dass es Gott gefällt. According to your view, is celibacy the only option for a homosexual Christian if he wants to please God? Really good question. I think for me, I would say celibacy is a default calling for a Christian. Also eine sehr gute Frage. Ich möchte sagen, für mich als Christ ist Enthaltsamkeit zunächst mal eine universelle Berufung für jeden, der sich Christ nennt. And so we need to be very careful with our desires before we make a decision about the way we're going to live. Wir müssen uns unserer Bedürfnisse bewusst sein und sehr sorgsam damit umgehen, bevor wir Entscheidungen treffen, die unser ganzes Leben bestimmen. I talked previously about the heart, the will and the mind. Ich habe kurz gesprochen über den Willen, über das Herz, über den Verstand. And that we have to go through a journey before our heart's desire affects our will and then changes our mind. Und wir müssen tatsächlich auf eine Reise gehen, bevor Herz und Wille und Verstand in Übereinkunft kommen. And so in order for us to truly understand what celibacy is, und um tatsächlich im Kern zu erfassen, worum es geht beim Zölibat oder eben beim enthaltsamen Leben, and what marriage is, und dann eben auch, was Ehe in sich überhaupt ist, and how to live our sexuality faithfully before God, und wie alle von uns unsere Sexualität auf Gott gegenüber treu leben können, we need a period where we are consecrated. Braucht es, glaube ich, im Abschnitt eines jeden Menschen eine Zeit, in der wir uns absondern und heiligen. We're not constantly saying, oh, I could date that person. Wo wir nicht kontinuierlich auf der Suche sind, sagen, oh, mit dem könnte ich mich verabreden oder mit der. And Jesus, I love you, but I love them more. Und eigentlich im Kern sagen, Jesus, ich liebe dich, aber die Person liebe ich mehr. Because they're a physical body and I can't like touch you right now. Ja, weil diese Person, die ich da liebe, die hat ja einen tatsächlichen Körper, den ich anfassen könnte und dich kann ich nicht berühren. So like I really enjoy having faith experiences with you, but I'm gonna go be with this person. Ist richtig cool, mit dir so Glaubenserfahrungen zu machen, aber ich würde lieber gerne mit der Person mitgehen und sie anfassen können. And if you're constantly doing that, you don't give God the chance to really be with you. Und egal ob hetero oder homo, wenn du dauernd so unterwegs bist, dann gibst du Gott nicht wirklich die Chance, voll an deiner Seite zu sein. You need a season where you date God. Es braucht irgendwie eine Phase in deinem Leben, wo Gott dein Datingpartner ist. And then you can see that God really is the best. Und dann siehst du auch, dass Gott wirklich der Beste für dich ist. And the most beautiful. Und der Schönste. And a lot of fun. Und auch, dass man mit ihm sehr viel Spaß haben kann. And then suddenly life becomes about God and romantic love second. Und dann ist das Leben zunächst mal, es dreht sich um Gott und dann romantische Liebe nimmt den zweiten Platz ein. And suddenly the option opens that I don't actually need a romantic relationship to be whole. Und dann entwickelt sich auf einmal der Ansatz in dir, wo du erkennst, ich brauche ja gar keine romantische Beziehung, um mich ganz zu fühlen. And suddenly I can open my Bible and read those scary passages about homosexuality that I never liked to read before. Und als Homosexueller komme ich an einen Punkt, wo ich sage, jetzt traue ich mich ran, diese angsteinflößenden Passagen über Homosexualität zu lesen. And I can see that actually what they say is more profound than I thought they did. Und dann erkenne ich auch zum ersten Mal, diese Passagen machen viel tiefgründigere Aussagen, als ich ursprünglich gedacht habe. And it's part of this whole gospel that is so beautiful and important to me as a Christian. Und sie sind tatsächlich Teil dieses großen, wunderbaren Evangeliums, das mir als Christ so wichtig ist. And in that story, God worked in every single person's life in crazy ways. Und in dieser Geschichte der Bibel, da hat Gott in dem Leben jeder einzelnen Person auf großartige, verrückte Weise gearbeitet. And they faced these dilemmas and somehow he got them through. Und Menschen sind immer wieder in ihrem Leben auf Dilemma gestoßen und Gott hat sie durchgebracht. And I think this is what the
homosexual Christian needs to look at. Und das ist das, worauf sich der homosexuelle Christ fokussieren muss. Rather than constantly trying to change God's truth to conform with desires. Viel eher als dauernd Gottes Wahrheit so umzubiegen, damit sie mit seinen Bedürfnissen übereinstimmen. But to see that God will help us to conform and orient our desires around his truth. Der Ansatz ist eher, dass Gott uns hilft, unsere Gedanken, unser Herz an seiner Wahrheit anzupassen. And suddenly celibacy will open up as a possibility. Und plötzlich wird die Ehelosigkeit und die Enthaltsamkeit eine Option. As a beautiful possibility. Als eine schöne Option. And that is the place where a gay person can really receive God's teaching finally. Und das ist eigentlich der Herzenszustand, den es braucht, damit eine homosexuelle Person die Lehre Gottes annehmen kann. And in that place God may not actually lead them to celibacy. Und wenn sie an diesem Ort angekommen sind, dann mag es sein, dass Gott sie nicht zwingend in die Ehelosigkeit führt. He may actually open up another desire for someone of the opposite sex. Es ist durchaus möglich, dass an diesem Punkt auf einmal Gott es zulässt, Gott hilft, dass Empfindungen für das andere Geschlecht entstehen. But because you've dated God for 2 or 3 years and given him space. Aber weil du mit Gott dein Date hattest für 2 bis 3 Jahre und ihm diesen Entwicklungsraum gegeben hast, you're actually mature enough to be able to be open to the possibility that God could do that. Führt es dazu, dass du erstmal den Reifeprozess durchläufst, der notwendig ist, dass eine Partnerschaft mit dem anderen Geschlecht überhaupt zur Möglichkeit wird. And so you're not forced into celibacy. Und dann bist du nicht hineingezwungen in die Ehelosigkeit. You have another option as well. Es ist da diese andere Option da, die auch noch möglich ist. But for that option to open, it requires a deep process of maturity. Aber damit diese andere Option überhaupt auf dem Horizont erscheinen kann, braucht es einen tiefgründigen Prozess des Reifens. And you need to park your quick conclusions to the side to get there. Und dass das geschehen kann, musst du deine schnellen, übereiligen Schlussfolgerungen erstmal aufs Abstellgleis stellen. And the blessing for a gay person is they can actually do that more readily because they face maybe a bit more of a dilemma. Und der Segen für homosexuell empfindende Christen ist, dass sie tatsächlich eher schneller dabei sind, dieser Realität ins Auge zu schauen aufgrund des persönlichen Problems, das es für sie darstellt. Whereas a heterosexual person can get away with it. Und eine heterosexuelle Person, die ist nicht zwingend dazu verpflichtet, sich damit so sehr auseinanderzusetzen, weil sie einfacher einen anderen Weg findet. I know that's a long answer, but I wanted to get all the nuances in there. Das ist eine lange Antwort, aber ich möchte, dass ihr die Nuancen meiner Antwort erfasst. Go for it. David, ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken. David, I would just like to double up on that. Wenn die Enthaltsamkeit eigentlich für alle Menschen Gottes Plan ist, if chastity and celibacy in its chastity. Core is the plan for everyone, hetero and homo. Also, ich bin verheiratet. So for me, I'm a married person. Yeah. Ich darf ja Sex haben mit meiner Frau. So I can have sex with my wife. Right. Aber alles andere ist für mich auch out of reach. Ne? But then of course everything else is also not for me. Könntest du uns vielleicht 2, 3, 4, 5 Tipps geben? Could you give us maybe 2, 3, 4 or even 5 Tipps? wie Menschen, die noch nicht verheiratet sind? How people that are not married yet? Und auch verheiratete Menschen? Or even those who are married? Wie kriegen wir das hin, dass wir enthaltsam leben? How can we manage to really live in chastity? Und die Frage, die da auch noch aufgekommen ist gestern und auch heute. And a question that arose yesterday and today. Wie geht man auch mit diesen Gefühlen um, die sexuelle Lust, die man auch hat, Selbstbefriedigung? How do we deal with those feelings and passions that we have? Connected to that topic is also masturbation. Mm. Und genau. How do we deal with that? Do you have tips for us? Okay, so I'm going to start answering this question in a slight place over here, and I will come to the tips at the end. Okay, die Art und Weise, wie ich die Frage beantworten möchte, ist, ich beginne hier auf dieser Seite, und dann die Tipps, die ihr sucht, die folgen dann auf dieser Seite. So I think we need to ask ourselves first the positive question. Also ich glaube, wir müssen die Frage ummodeln in eine positive Frage. What is God trying to protect
by saying no sex before marriage. Was ist es eigentlich, was Gott schützen möchte, wenn er die, wenn er sagt, kein Sex vor der Ehe? Why is God so? Why does he even care if I have sex before marriage? Also warum ist ihm das überhaupt wichtig, ob ich jetzt vor der Ehe Sex habe oder nicht? And if we don't answer that question first, the tips won't work. Und wenn wir diese Frage nicht auf der Seite beantworten, dann machen die Tipps da drüben keinen Sinn. As spicy as they might be. So toll und würzig sie auch sein mögen. And I think first have we a shower. Have a shower. Go for a run. Go for a run. The pastoral advice. the first thing is to say, I think God designed the passion of sex to be within a covenant. Meine Überzeugung ist, dass Gott die Leidenschaft für Sex geschaffen hat im Rahmen eines Bündnisses. When we look at fire, it's neutral. Wenn man Feuer betrachtet, ist es eine in sich neutrale Sache. But generally, if we see a fire, we want to put it out. Aber normalerweise, wenn wir irgendwo ein Feuer wahrnehmen, ist es unser Bedürfnis, das Feuer auszumachen. Because it could burn down the whole house. Weil es das Potenzial hat, das ganze Haus niederzubrennen. Sexual desire is a little bit like that. Und mit sexueller Leidenschaft ist es ein wenig genauso. People think as Christians we're always saying it's bad. Also viele Christen haben eher eine Perspektive dazu, dass es etwas Schlechtes ist. We just don't want it to burn down the house. That's maybe why we're a little bit more careful. Wir wollen nicht, dass sexuelle Leidenschaften irgendwo Häuser niederbrennen. Deswegen sind wir vorsichtig. Because our culture is like, we love the burnt landscape. Well, it's not like that, right? It is. It's our culture. It's like, let your sexuality go wild. Unsere Kultur ruft uns aber allerdings mit anderen Worten zu. Oh, ich liebe Waldbrände. Ja, weil sexuelle Freizügigkeit überall propagiert wird. But God wants the fire to be used in its right context to be a good thing for people. Aber Gott möchte, dass das Feuer brennt und lodert im richtigen Kontext und somit auch seinen Segen entfaltet. Like one of those awesome campfires you have when you're with your tent. Denk an das Lagerfeuer, das du hast, während du beim Campen bist. And it keeps you warm. Und es hält dich warm. And it blesses people around. Und es segnet alle, die irgendwie da rumsitzen. That's one of the reasons I think God says, let's keep sex for marriage. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott sagt, lasst den Sex in der Ehe. But I think there's a deeper theological reason. Aber ich glaube, es gibt einen tieferen theologischen Grund als das. That is because God's commitment to us is absolute. Und das hat etwas damit zu tun, dass Gottes Hingabe an uns von absoluter Natur ist. That on the cross he gave us his body, his soul and his spirit. Also am Kreuz hat Jesus uns seinen Körper, seinen Leib, Body, Soul and Spirit, sein Körper, seine Seele und seinen Geist geschenkt. His whole self was given to us. Sein ganzes Selbst hat er uns gegeben. Not one little finger held back. Er hat nicht den kleinsten Finger vor uns vorenthalten. Whereas when we try to get on the altar with God. Und wenn wir dann auf den Altar uns auf den Altar legen für Gott. And we say in the charismatic songs, all of me is for you. Und wenn wir dann singen in unseren charismatischen Liedern, alles was ich bin gehört dir. Except for my pinky finger. Nur mein rosa Finger nicht. And oh, it fell off the altar. You know. Und dann fliegst du irgendwie so vom Altar runter, wenn das Feuer brennt. I'm going to keep that one, God. Das würde ich gerne für mich behalten, Gott. What God wants for us is this absolute self-giving. Das, was Gott auch an uns als Anspruch stellt, ist, dass wir uns komplett selbst aufgeben. And if we have sex before marriage, we compromise that. Und wenn wir Sex vor der Ehe haben, dann gehen wir mit dieser Wahrheit Kompromisse ein. We give our body and then we take it back. Also wir geben irgendwie unseren Körper hin, aber wir holen ihn uns zurück. We give our soul but we take it back. Wir schenken die Seele im Sex, aber wir holen sie uns zurück. We give our spirit and then we take it back. Und wir geben unseren Geist, aber holen ihn uns zurück. And that is never good for the other human being. Und die Person, mit der du Sex hast, für die ist das nie gut. It hurts them. Es verletzt. And it doesn't reflect the absolute commitment and giving of God. Und wenn wir so handeln, dann reflektieren wir nicht den Charakter Gottes, der sich auf absolute Weise hingibt. And so God wants you to enjoy the absolute giving of yourself and receiving the absolute giving of someone else. Positiv formuliert möchte Gott, dass du Freude daran hast, dass sich jemand dir auf ganze Weise schenkt und du dich an jemand auf ganze Weise schenken kannst. And so when the first tip with our desires. Also der erste Tipp jetzt mit unseren Begierden is to actually think instead of I'm prevented from doing this.
ist umzudenken, anstatt es so zu sehen, oh, da ist mir etwas vorenthalten. That person is so attractive. You know, we're thinking, oh, I just want to be with that person. Oh, diese Person ist That's so, not my spouse. Diese Person ist so attraktiv, ich würde so gerne, ist aber nicht mein Partner. And the devil is saying, see, I told you, God's not really good. He's trying to deprive you of what you want. Und dann ist diese Stimme in deinem Kopf, siehst du, Gott meint es nicht wirklich gut mit dir, der will dir was vorenthalten. You're like so predictable. Ach, diese Stimme ist doch so vorhersehbar. Excuse me, I know that like I'm made for absolute self-giving, devil, so I'm not interested, thank you. Und dann ist die Antwort eben, hey, Entschuldigung, Teufel. Ich weiß, ich bin nämlich gemacht nur für komplettes Hingeben und deswegen habe ich kein Interesse. Do you not know how fabulous I am in Christ? Weißt du nicht, wie großartig ich bin in Christus? I would not give up something better for something that terrible. Ich würde doch nicht etwas Besseres aufgeben für sowas Niederschwelliges. Where I would destroy my wife's life and dishonor you. Wo ich das Leben in meinem Fall meiner Frau zerstören würde und dich entehren. To give someone else a little bit of myself and take it back again. Um jemand anders ein bisschen was von mir zu schenken und es dann aber wieder einzukassieren. This is crazy. Das ist verrückt. This makes no sense. Das macht keinen Sinn. I'm not interested. Goodbye. Ich bin nicht interessiert. Thank you. Goodbye. And if you can be like this with the devil, it's much better. Und wenn du so mit dem Teufel reden kannst, ist das auf jeden Fall besser. But if you're like, oh, you're right. Und wenn du dann aber da sitzt und sagst, ja, du stimmt, du hast eigentlich recht. I just want the weirdo psycho sin thing. It seems so much Ich möchte better. Lieber diese Psychosünde, diese kleine bösartige Psychosünde tun. How boring. Das ist doch irgendwie langweilig. You are really crazy. Das ist verrückt, das zu tun. Value yourself more. Hab größeren Respekt vor dir selbst. God has given you something so much better. Gott hat dir etwas gegeben, was in sich so viel besser ist. Let him renew you. Lass ihn dich erneuern. So I think if we can structure the way we struggle with sin around why God the positive. Also hier ist der Kern der Sache, wenn wir es nicht schaffen, umzudenken und unsere Gedanken neu zu strukturieren und zu erfassen, warum Gott will, dass wir and so see, leben. See the things that I'm not allowed to do as protecting that very good thing. Dass die Dinge, die wir nicht tun sollen, letztendlich als etwas sehen können, was uns davor schützt, das Wahre nicht ergreifen zu können. Then we will be less susceptible to the temptation. Wenn wir so anfangen zu denken, dann sind wir weniger empfänglich für Versuchung. But unfortunately, because we haven't been raised from the dead. Aber unglücklicherweise, weil wir noch nicht vollständig von den Toten auferstanden sind, we will always be a little bit susceptible. Dann werden wir immer irgendwie ein wenig versuchbar bleiben. So we need to be careful. Also müssen wir auf der Hut sein. And when it comes, we need to try to flee in the other direction. Und dann, wenn die Versuchung kommt, dann müssen wir wirklich auch fliehen in die andere Richtung. And if we fail in our thoughts and in our hearts, und wenn wir in unseren Herzen und in unseren Gedanken versagen, there is always grace to restore us if we are repentant. Dann gibt es immer Gnade, um uns wiederherzustellen. And it's not all lost. Es ist nicht alles verloren. And I think one of the other tips is, I would say, don't let shame rule you. Hier ist ein anderer Tipp noch. Lass es nicht zu, dass Scham über dich selbst dich regiert. When you fail, feel guilty, really guilty. Also wenn du versagst, dann bitte be fühl really dich dramatic schuldig. About your guilt. Get ja. on your knees. Geh auf deine Knie, sei dramatisch. Suck. Say I suck, God. Und sag ihm einfach, Gott, ich hab's verkackt. I'm really stupid. Ich bin dumm und doof. Will you forgive me? Vergibst du mir bitte? Of course, my son. Natürlich, mein Sohn. And move on. Und dann mach weiter mit dem Leben. And don't dwell in it. Dann bade da drin nicht. One time I was being tempted by these things and I went to my mentor in Strasbourg who is a celibate woman. Und ich hatte mal so einen Moment, einen starken Moment der Versuchung, da bin ich zu meiner Mentorin gegangen in Straßburg. And I said to her, I'm just so sick of my sin. Und dann habe ich so gesagt, meine eigene Sünde kotzt mich so an. I'm so terrible. Oh. Ich bin so furchtbar, hoffnungslos. She looked at me, she said, get over yourself. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, spring über deinen Schatten. I'm so sick of this, David.
This is not why Jesus died. Es nervt mich so, David, wenn ich dir zuhöre. Das ist nicht der Grund, warum Jesus gestorben ist. You can get over yourself and move on. Du kannst über deinen Schatten springen und weitermachen mit dem Leben. Go watch a movie. Ja, geh und guck dir einen Film an. Go to the cinema. Do something productive. Geh ins Kino. Mach irgendwas Produktives. You're forgiven. Next. Du bist vergeben. Weiter jetzt. So have some sass. Have some, you know, I think when people come to you with this problem, help them move on from it. Also, genau, hab sass, I don't know what I have. Yeah, yeah, sorry. Mach's. Yeah, und yeah. Wenn Leute zu dir kommen, some attitude, you know? Und wenn Leute zu dir kommen und sie reden mit dir auf diese Art und Weise, wie ich mit meiner Mentorin geredet habe, hilf ihnen, weiterzumachen. Do we want more tips? Because I have some, but we can keep going. So wollt ihr noch mehr Tipps? Ich habe noch ein paar... Masturbation, Selbstbefriedigung. I really should have extra pay grade for this. Das Honorar sollte erhöht werden. I thought I only came for homosexuality. I mean, ja, ich bin ja nur für Homosexualität eingeladen. Excuse me. Masturbation. Okay. So my personal view. Meine persönliche Meinung. Is that generally our bodies desire a physiological release. Also unsere Körper sind so angelegt, dass es tatsächlich zu einer physischen Entspannung kommen sollte. Which I think is a fallen thing. Und das ist für mich it's an aspect of fallenness. Für mich ist diese Tatsache ein Aspekt dessen, was ich als ein Durcheinanderkommen des Sündenfalls sehe. So I might be stressed and I just want to get rid of the stress and go to sleep. Also wenn ich mich gestresst fühle, dann habe ich eigentlich im Kern das Bedürfnis, schlafen zu gehen. And so the desire to masturbate there is fallen. Und wenn dann aber dieses Bedürfnis nach Selbstbefriedigung da hineinkommt in diese Stresssituation, dann ist das ein Aspekt dessen, was ich als Auswirkung des Sündenfalls bezeichnen würde. But it's not yet sin. Aber im Kern ist es für mich noch nicht Sünde. If I'm then in a different situation where I'm like, oh, that person's really attractive, I want to masturbate about them. Und wenn ich aber dann in einer Situation mich vorfinde, wo ich irgendwie vor meinem geistigen Auge eine attraktive Person sehe und denke, jetzt möchte ich das irgendwie zum Ausdruck bringen durch Selbstbefriedigung. Well, that's just sin. Das ist einfach Sünde. Because that's a process of lust. Weil das ist etwas, was Lust beinhaltet und ein Prozess der Lust. The step back behind that before you get to the lust. Also der Schritt kurz davor, bevor du bei Lust angekommen bist. Where you feel a bit awakened. Wo du irgendwie awakened in what sense? Like you have an appetite for masturbation. Wo es einfach nur deine Gedanken streift, dass du dich selbst befriedigen könntest. It's often your body trying to deal with something. Das kann auch einfach nur natürlicher Natur sein, wo dein Körper versucht, irgendwas zu verarbeiten. And you haven't listened to your body. And you have not listened to your body. Und du hast deinem Körper irgendwie insgesamt nicht richtig zugehört. And actually, sometimes it can be very helpful to ask, like, Body, why do I want this way? What is wrong? Und es ist vielleicht sogar manchmal hilfreich, in so einen inneren Dialog zu treten, zu fragen, hey Körper, warum schlägst du mir das jetzt vor, mich selbst zu befriedigen? Was geht da in dir vor? And actually, sometimes that question will lead you to some emotional distress. Und diese Frage, die kann dich auch emotional aus dem Gleichgewicht bringen. Or someone said something hurtful about you. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass jemand irgendwas Verletzendes zu dir gesagt hat. Or you just worked really hard at work and no one appreciated it. Oder du hast sehr, sehr hart gearbeitet auf der Arbeit und niemand hat dich irgendwie dafür gelobt. Or you feel overlooked and not loved. Oder du fühlst dich übergangen oder nicht geliebt. And so we need to redirect our body to God again. Und wenn unser Körper dann irgendwelche Bedürfnisse anmeldet, dann müssen wir ihn kanalisieren hin zu Gott. And let the Holy Spirit's presence come back in. Und lade die Gegenwart des Heiligen Geistes neu ein in deinen Leib. And to do that ministry to us. Und dass er dir dienen kann. And I guarantee you, most of the time, you will not want to masturbate after that. Und ich garantiere dir, dass da etwas passiert mit dir, wo dieses Bedürfnis nach Selbstbefriedigung dich verlässt. I think being able to discern the difference between what is fallen and what is sin is very important with masturbation. Ich glaube aber, diese Nuance, wenn es um Selbstbefriedigung geht, sich vor Augen zu führen, ist sehr wichtig, dass es zwischen dem grundsätzlichen Sündenfall, der etwas mit uns gemacht hat, und dem tatsächlichen Sündigen einen Unterschied gibt. But ultimately, when we do masturbate, I think it's very hard for us not to think of an image.
Was ich aber trotzdem festhalten möchte, ist, wenn wir uns selbst befriedigen, ist es sehr, sehr schwierig, dabei nicht konkrete Bilder im Kopf zu haben. So to masturbate is a fallen thing that leads to sin. Also selbst, sich selbst zu befriedigen ist ein Ausdruck dessen, dass etwas, was Teil des gefallenen Schöpfungszustands ist, aber dann irgendwie langsam zur Sünde hinführt. So it's better to cut it out of your life. Also es ist besser, schon eine Stufe vorher einen Schnitt zu machen und es nicht in deinem Leben zu nähern durch Gedanken. Paul says the body is for the Lord and the Lord for the body. In der Paulus sagt mal, der Leib ist für Gott und der Gott für den Leib. And we need to experience that reality more than our temptation to masturbate. Und diese Realität, die muss uns mehr erfüllen als unser Bedürfnis nach Selbstbefriedigung. And enjoy being a fiery temple of the Lord. Und hab doch Freude dran, ein brennender, mit Leidenschaft brennender Tempel für den Herrn zu sein. And that this will be much better for us in the long run. Und das wird uns wird uns mehr gut tun auf lange Sicht. Ja. Sehr gut. Paulus sagt auch einmal, wir sollen unseren Der Körper ist Sklave von meinen Gedanken und nicht der. One time Paul says that our body is a slave to our spirit. Yeah. Yeah, I control my body, not the Ich kontrolliere meinen. Yeah, amen. Ah, sorry. Okay, yeah, nächste Frage. Add that. Yes, this is. Du bist brutal. That's excellent. Ja, ja. Excuse me. Okay. Wir haben heute Morgen in der ersten Session über die Ideologien gesprochen. This morning in the first session we talked a lot about ideologies. Aha. Und die Frage, die jetzt noch aufkam, ist folgende. And so here's a question. Wo genau im Neuen Testament siehst du, dass die LGBTQ-Community besser angesprochen wird mit dem Evangelium wie ihre eigene Ideologie und ihre eigene Erklärung? So David, you were mentioning that you feel that the LGBTQ community is represented in the New Testament. Yeah. And so where in the Bible exactly do you see that the gospel is addressing that community better? And how is that better than all the different approaches that we can observe in society? I think the difficulty is we have to understand the Bible first. Also, ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass wir zunächst die Bibel verstehen müssen. What are the books in the Bible? Was sind die Bücher in der Bibel? What is their genre? Was ist ihre Literaturgattung? And we need to ask, well then I need to read that letter of Paul as if it was a letter, Romans. Und dann bedeutet das, wenn ich eben den Römerbrief lese, dann muss ich das auch als genau das lesen, was es war, ein Brief von Paulus an die Römer. Before I extract theology from it, bevor ich den zweiten Schritt tue und versuche, Theologie daraus abzuleiten, I must understand its context. Muss ich zunächst mal den Kontext, in den der Römerbrief geschrieben wurde, verstehen. So for instance, in Romans, what is Paul doing in Romans? Also zum Beispiel im Römerbrief, was macht denn Paulus da genau? Well, Paul is worried that he'll be rejected by the Jerusalem church. Also der historische Kontext, der dahinter steckt, ist, dass Paulus Angst hat, that who will be rejected, that he Paul will be, that yeah. hat, dass Paulus Angst hat, dass die Gemeinde in Jerusalem, die dort verankert ist, ihn ablehnen wird. Because they don't, some of the Jewish Christians don't like his gospel. Weil es gibt jüdische Christen, denen gefällt die Art und Weise, wie Paulus das Evangelium präsentiert, nicht. They need to make Gentiles like Jews for them to be saved. Weil die Juden, die dachten damals, die Heiden müssen erst so werden wie die Juden, nämlich sich beschneiden lassen, um errettet zu werden. And Paul has said no, the Gentiles are part of the people of God and they don't need to become Jews. Und Paulus stellt dann diese These auf, nein, die Heiden sind Teil der Familie Gottes geworden und sie müssen dafür nicht erst Juden werden. The Jew and Gentile are one. Juden und Heiden together. Sind gemeinsam Teil der Familie Gottes. He's writing a letter to a church he's never traveled to. Also jetzt wieder beim Römerbrief. Paulus schreibt einer Gemeinde einen Brief, die er selber noch nie persönlich kennengelernt hat. And so we know he's also going to talk about his more general theology. Also deswegen wissen wir, weil er noch nie selbst dort gelehrt hat, wird er auch seine allgemeine Theologie in allgemeinen Worten dort erstmal in diesem Brief niederlegen. He's preparing the way
to go to Rome as a second option. Also er hat immer noch im Hinterkopf, dass er irgendwann nach Rom kommen könnte, aber der Brief soll ihre Herzen irgendwie vorbereiten. If the Jerusalem church rejects him, he has Rome. So, wenn die Jerusalem-Gemeinde ihn final ablehnen würde, hat er die Option, nach Rom zu gehen. And so Paul's ultimate focus will be Jewish-Gentile relationships in the Roman Church. Also, und sein letztendliches Ziel ist, die Beziehung zwischen Heiden und Juden in der römischen Kirche zu ordnen. Already you know so much about Romans before you've read it. Also, jetzt weiß man schon so viel über den Römerbrief, wenn man diese Informationen hat, bevor man den Römerbrief überhaupt gelesen hat. And the one event like the American election today that everyone knew about. Und jetzt nehmt euch mal, stellt euch mal so ein Event vor, wie heute die Wahl in Amerika, von der ja jeder weiß, dass sie stattfindet. Was Emperor Claudius's edict to reject all Jews from living in Rome because they kept fighting about the Messiah Jesus. Und jetzt gibt es eben so ein Ereignis, das damals jeder kannte, und das war, dass der Caesar die Juden aus Rom verbannen wollte, weil er die Streitigkeiten beenden wollte. So all the Jews were coming back to Rome at that time when Paul was writing the letter. So wasn't it they were evicted out of Rome? They were, and then now they were coming back because Emperor Claudius had died. Okay, und jetzt war Claudius, der Kaiser Claudius war gestorben, und somit war für die Juden die Möglichkeit da, wieder zurück nach Rom, von wo sie vertrieben worden waren, zurückzukommen. And so Paul writes about in Romans 1 a very stereotypically Jewish critical picture of the Gentiles. Und jetzt die Art und Weise, wie Paulus den Römerbrief verfasst, ist, dass er in dem ersten Kapitel ein stereotypisches Bild benutzt, wie die Juden die Heidenchristen gesehen haben. They have gay sex in their culture. Und er, alles, was ihre Vorurteile sind, das erwähnt er. Die haben in ihrer Kultur als Homosexuelle Geschlechtsverkehr. They have idolatry, worship of creation and reptiles and animals in their culture. Die beten nicht den Schöpfer, sondern die Schöpfung an, indem sie Tiere und Statuen anbeten. They break all the laws of the Old Testament with vices. Alle die Gesetze, die wir im Alten Testament erhalten haben, die brechen die mit ihren Lastern. And this is the basis of the argument of the Jewish Christians that are saying Gentiles must become Jews. Und das, was Paulus hier macht, indem er diese Argumente präsentiert, spielt er, ist es so, dass die Juden ihr eigenes Denken darin wiederentdecken. And he doesn't disagree with the critique. Und he does not. Und es ist auch nicht so, dass Paulus mit diesem kritischen Blick der Juden auf die Heiden nicht einverstanden wäre. Instead, he turns the critique back on the Jews. Aber dann dreht er das Ganze um und zeigt den Juden auf. And in Romans 2, he says, you do the same things that Gentiles do. Wie sie genau das Gleiche tun wie die Heiden. Und das finden wir dann in Römer 2. In other words, there is no difference between Jew and Gentile before God. Und der Punkt, den Paulus dann machen möchte, ist, schau, zwischen Juden und Heiden aus der Perspektive Gottes gibt es keinen Unterschied. In terms of their need for salvation. Wenn es darum geht, dass sie Errettung brauchen, sind sie gleich. And the implication of this is that there were gay people in all of the cultures of the world. Und jetzt die Implikation, die Schlussfolgerung daraus ist, in der heidnischen Welt der damaligen Zeit gab es überall homosexuelle Menschen. And that Paul recognized that. Und das hat Paulus irgendwie durch dieses Statement, dass den Stereotyp der jüdischen Perspektive aufgegriffen hat, das ist etwas, was er anerkannt hat. And that Paul knew it wasn't their fault that they were gay. Und er bringt damit auch zum Ausdruck, dass es in dem Sinne nicht ihre Schuld war, dass sie selbst homosexuell waren, die Menschen. But it was because human beings didn't worship God as their creator. Sondern es liegt daran, dass die Menschheit grundsätzlich aufgehört hat, Gott als Schöpfer anzubeten. And this meant all human desire was futile and frustrated. Und dass die ganzen menschlichen Begierden anfingen, fehlgeleitet zu sein. And so in 1 Corinthians 6, 9, also und dann in dieser Stelle 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, Paul actually mentions that there are these people that used to act that way. Da spricht Paulus davon, dass es Menschen gibt, die in all diesen verschiedenen Perversionen gefangen waren. But now they're included in the people of God. Aber jetzt sind sie Teil geworden im Volk des Volk Gottes. And Paul defends those people in Romans 1 against the Jews that judge them harshly with the law.
Und in Römer 1 verteidigt Paulus diese Heiden vor den Juden, die auf sie das Gesetz angewendet haben. And says, you do the exact same things. Und er sagt, das, was die Heiden tun, das tut ihr auch. And he points out the Jewish hypocrisy towards the Gentiles. Und dann zeigt er auf dieses jüdische Heucheln gegenüber den Heiden. And so these chapters of the Bible have become my favorite chapters because they're about actually the defense of gay people against religious critique. Und ich habe diese Kapitel als eine meiner Lieblingskapitel in der Bibel entdeckt, weil ich empfinde, dass Gott darin homosexuelle Menschen vor Religiösen verteidigt. And this reflects the character of Jesus in Paul. Und das reflektiert dann den Charakter Jesu, so wie er in den Paulusbriefen beschrieben wird. But instead, we have not read these texts well. Aber wir lesen diese Texte nicht auf diese Weise. And we have become like the people that criticized the Gentile gay people. Wir schlagen eher in dieselbe Kerbe wie die Menschen, die homosexuellen Heidenchristen kritisiert haben. And use the law to bring pain and death. Und benutzen dann Gesetz, um Schmerz und Tod auszulösen. So it is very difficult to give a bite-sized explanation of the Bible. Also es ist immer schwierig, wenn man irgendwie die Bibel in so kleinen Häppchen verabreichen möchte. We must read it in its proper context and really say, see what the author is saying. Und man kommt nicht drum herum, die Bibel in ihrem Kontext zu lesen und sich die Frage zu stellen, was ist es eigentlich, was der Verfasser des Texts inspiriert durch den Geist sagen möchte. And this does not deny that God has a moral order. Und in keinerlei Weise verneint, dass Gott tatsächlich festgelegte Maßstäbe und Regeln hat. But it also shows God's inclusivity of people outside the people of God. Aber es zeigt auch, wie Gott jenseits der frommen Menschen in seine Familie hineinnehmen möchte. That he's always working to include them. Dass er immer an der Arbeit ist, Menschen hineinzunehmen. Ja. Ja. Super. Eine Frage geht noch, ne? So we'll do one last question. Yeah. Great. Ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber die Frage, die hier aufkam, war, welche Rolle denn der familiäre Hintergrund spielt, ob jemand homosexuell wird oder nicht? So this is maybe a little more complicated question. The question is how what type of role does the family upbringing play in the development in a person of homosexual sentiments? Okay, und wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir homosexuell empfindende Menschen nicht ablehnen sollen. So in addition to that, yesterday we spoke about that people who have homosexual sentiments, that we should not reject them. Mm-hmm. Du hast aber auch gestern gesagt, dass wenn jemand so auf der Kippe steht. But on the other hand, you said yesterday that if somebody is unsure about his sexual orientation. Hast du gesagt, dann werd doch einfach heterosexuell, dann ist das Leben einfacher. You kind of said, hey, why don't you go with heterosexuality, because then life will be a lot easier for you. And you kind of differentiated that from somebody who's really gay at the core. Yeah. Yes. And then the question is... So the question that comes out of that is... Wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, die so auf der Kippe stehen... So if we are facing people where we sense they're kind of... Yeah, in this developing process. Und vielleicht haben sie einen familiären Background, wo eben Schwierigkeiten waren oder der Vater nicht da war. They might really come out of a family background that was difficult, the father was absent or something. Auf der einen Seite wollen wir sie bestätigen vielleicht in ihrer Identität. Yeah, so on one hand we want to affirm them, how they perceive themselves in that moment. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, je mehr jemand homosexuell lebt, je mehr wird er homosexuell. On the other hand, we don't want to be the factor that's pushing them over, because if we enforce their identity search towards homosexuality, we might push them over and they turn out homosexual, though, because we were that voice. So how do we affirm and challenge at the same time? Und genau die Frage, einmal der familiäre Background. So this is almost as long as my response. I love it. Sorry. No, it's good. Excuse me. It's an excellent question. Yeah, that's it. Yeah. Okay.
Okay, which this is the last question you have, David, so make sure it's good, okay? Let's dissect it. So the first bit is the family background. Oh yeah. The second is the balance. Should we push or shall we help them be heterosexual? So I think in this question I detect a little bit that the person thinks that they're having a bit more of a determinative power than they can. Mm-hmm. The person asking the question, it's like they think that they have more of a determinative power. Okay. When the gay person comes to, or this person wrestling with their identity, that if they say, great, you're gay, and it's wonderful, and like, then they're going to become gay, and they're like, it's all over. In der Frage ist implizit vielleicht die Meinung enthalten, dass wenn ich mit so einer Person konfrontiert bin, die auf der Suche ist, dass ich mehr Macht hätte, als ich tatsächlich habe, sie in die eine oder die andere Richtung zu prägen. For me, I think there's a differentiation about someone who is wrestling with having some kind of same-sex desires. Also für mich gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Menschen, die auf der einen Seite stehen, die sagen, ich bin da generell irgendwie so ein bisschen auf der Suche und versuche mein potenzielles homosexuell empfinden zu können einzuordnen. And actually their main attractions is to the opposite sex. Aber eigentlich fühlen sie sich hauptsächlich zum anderen Geschlecht hingezogen. And someone who actually is gay. Und dann jemand, den ich einfach als homosexuell bezeichnen würde. And I think for the homosexual person, the reason that they're gay isn't really because of these environmental factors. Und meiner Meinung nach ist die Person, die wirklich in sich homosexuell ist, da spielen die äußeren Faktoren eine untergeordnete Rolle. But because of the fall. Aber aufgrund des Sündenfalls, des gefallenen Zustands. Yeah. And that therefore there is a different answer for them slightly. Und deswegen sind meiner Meinung nach die Antworten unterschiedlich für die jeweiligen Personengruppen. Whereas for the person that's wrestling with some same-sex desires, this is probably more of a momentary thing they're going through. Und dann gibt es eben gerade in dieser Gruppe, die gerade sich diese Frage stellen und damit irgendwie ein bisschen innerlich sortieren sind, da ist die Antwort, glaube ich, eine andere. So you can ask a clarifying question like, since you hit puberty, have you always been attracted to the same sex? Also man kann zum Beispiel so Fragen stellen, wie zum Beispiel, hey, seit du in der Pubertät bist, hast du dich immer ausschließlich zum selben Geschlecht hingezogen gefühlt? And they might say, yes, actually, I've never really had like an attraction to the opposite sex. Und dann ist es möglich, dass jemand die Antwort sagt, ja, ist tatsächlich so, ich habe mich noch nie vom anderen Geschlecht angezogen gefühlt. And it's been so hard for me and I have had so much pressure in my life. Und dann erzählen sie darüber, wow, das war so hart für mich und es hat so viel Druck in meinem Leben ausgelöst. Or you could ask, if they say no, then you know this is maybe not that they're gay, but that they've had some other experience that might be producing that. Und wenn sie dann in dem Moment sagen, nee, also das ist bei mir nicht so, dass ich mich nur zum gleichen Geschlecht hingezogen fühle, kann man vielleicht vorsichtig zu der Schlussfolgerung kommen, dass es einfach äußere Faktoren sind, die das irgendwie ausgelöst haben. So they might need pastoral care to talk about that experience. Und dann ist es vielleicht tatsächlich Seelsorge und Zuhören, die ihnen hilft, mit dieser Erfahrung umzugehen. I think that for me, negative experiences with your parents, like rejection or a strange lack of intimacy with your parents, can cause promiscuity. Promiscuity is multiple relationships. Yeah, just. Yeah, yeah. Also zum Beispiel in meiner Erfahrung ist es so, eine schlechte Beziehung mit dem Elternhaus kann oft ein Trigger dafür sein, dass Leute sich durch die Betten schlafen. But it doesn't ultimately cause your sexual orientation. Aber in meiner Wahrnehmung ist es nicht so, dass das letztendlich der Triggerpoint dafür ist, dass jemand seine sexuelle Orientierung verändert. And as Christians, we have to separate these two strands. Und es ist irgendwie wichtig, dass man diese Argumentationslinien auseinanderhält. And that we don't see being gay as necessarily being promiscuous. Dass man jetzt wenn jemand homosexuell ist, das zwingend gleich in Verbindung bringt damit, dass diese Person immer wieder die Partner wechselt. And that actually this history that where we associate the two comes from a very homophobic past.
Und es mag sein, dass diese zwei Argumentationsstränge übereinander zu legen tatsächlich in unserer homophoben Vergangenheit geboren wurde. Where gay people were made into a perverted class called sodomites. Wo Homosexuelle grundsätzlich in eine Art Kategorie eingeordnet wurden von Leuten, die an Sodom erinnern. And that a whole mythology was constructed of them as these evil, devilish people. Und dass da ein ganzes Konstrukt geschaffen wurde, wo man sie grundsätzlich als diese bösen, teuflischen Menschen sieht. With no virtue. Die überhaupt gar keine Werte vertreten. And I think that is a very sinful picture of gay people. Und das ist ein sündiges Bild von Homosexuellen, das zu kurz greift. That we need to remove as Christians. Und das müssen wir als Christen loslassen. And it comes from a bad reading of Romans 1. Und es kommt vielleicht auch durch ein schlechtes Lesen von Römer 1. Which almost says gay people chose to have this desire. Wo man fast in den Text hineinliest, als ob es dort heißen würde, dass homosexuelle Menschen ihre Orientierung gewählt haben. Rather than Paul actually commenting on Genesis, creation and fall. Und der Text nicht das sein lässt, was er ist, nämlich dass Paulus die Schöpfungsordnung darstellt und wie es zum Sündenfall gekommen ist und wie er sich letztendlich manifestiert. Ja. Yeah. Thank you very much. Thank you. Excellent. Do you have anything else? Have we covered all the bases? All the bases. David, we thank you so much for being here, me. For teaching us as a school at Gospel Tribe, as a church, and also at all the people that are watching in the live stream. We thank you with all our hearts, and we hope we'll have you back soon. Yes, it's been a real honor and pleasure. Thank you, everyone. Thank you, Gernot. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ja, wir möchten diese zwei Tage jetzt hiermit zu Ende bringen. Wenn ihr beim Livestream zuschaut, wir werden die einzelnen Vorträge nochmal cutten, betiteln und sie euch auf YouTube hochladen, dass ihr sie auch an andere weitergeben könnt. Ihr dürft uns auch gerne Feedback schicken, wie ihr diese Tage empfunden habt, ob es euch geholfen hat. Wir freuen uns, wenn wir damit gute Impulse setzen konnten und wünschen euch, die jetzt zu Hause seid, am Livestream noch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt offline und werden hier noch intern das zu Ende bringen. Okay. Tschüss. Yes. Great. Thank you. Yes. Thanks so much.